Max, wir müssen reden. Das, als du eben gerade rückwärts gezählt hast, hat man gar nicht gehört, wie du 2 und 1 gesagt hast. Das habe ich von Wayne's World gelernt, dass man die letzten beiden Zahlen nicht sagt, damit die, es nicht in die Aufnahme geht. Das hat guck man dann noch. Hier. Genau. Herzlich willkommen für alle, die im Stream sind, im Videostream. Ich habe mir ein gutes Gingerbier mit amerikanischer Erfindung Schraubverschluss. Echt, das ist irre. Dieses Amerika. Irre. Bier schmeckt trotzdem scheiße. Land der Innovation. Drehverschluss sieht toll aus, schmeckt scheiße. Genau. Ganz kurz Einordnung. Wir sind hier gerade auf dem 31C3, der Chaos Communication Kongress 2014. Und wir sind hier auf der Bühne des Sendezentrums. Vielen Dank für die Infrastruktur. Wir haben hier ein Publikum direkt vor uns, das uns erwartungsvoll anschaut. Und vielleicht hört man das sogar ein bisschen, dass jetzt gerade klatscht. Schön. Und wir haben eben den Max schon gehört, der sitzt in Kalifornien der Schwesterkonzern vom CCC, also dem Facebook. Und mit der feindlichen Linien ja fast. Ach so, ja, stimmt, andersrum, ja, genau. Ihr seid gerade bei dieser Eike-Konferenz, oder wie die heißt, ne? Ja, genau, genau, genau. Dieses Logo, ich lese da mal Eike. Ist ein schönes Logo, aber ich lese da mal Eike. Eike, na gut. Ja, und wir haben uns vorgenommen, heute ein bisschen... Ah ja, genau, jetzt ist doch mein Gast. Wir haben ja auch einen Gast, genau, der sitzt hier neben mir, der hat sich auch schon gemeldet, das ist der Michael Kreil. Hallo Michael Seemann. Genau, wir haben jetzt hier 2 Michaels und einen Max, das heißt, wir haben 3 M's unterwegs und ja. Das wird ein bisschen kompliziert. Max, kannst du mich ja vielleicht einfach entweder Michi oder MS Pro nennen oder so vielleicht? Sag Michael, irgendeine Antwort schon. Irgendwie, ja. Okay. Oder wenn du es einfach allgemein halten willst, dann sagst du, Michael, ihr könnt du. Mich ruhig Max nennen. Genau. So, wo wir jetzt beim Du sind. Und der Michael Kreil, den kennt man aus verschiedenen netzpolitischen Kontexten. Er arbeitet bei Open Data City. Das ist noch aktuell. Ja, läuft. Und war so relativ früh dabei, als das losging mit dem Datenjournalismus und auch dem, ich sag mal so, vielleicht im groben Datenaktivismus, ja, ja. Wo es darum ging, auch tatsächlich bestimmte Felder sichtbar zu machen durch die Auswertung bzw. Visualisierung von Daten. Und ich habe dich irgendwie mal kennengelernt vor Ewigkeiten, wo du halt schon irgendwie noch. Wir haben uns kennengelernt, weil du mir den Platz weggenommen hast, was ich übrigens noch nicht erinnern kannst. Ich habe mir ein Bier geholt und du hast auf der Couch auf meinem Platz gesessen. So das klingt ganz nach mir. Aber komisch, so habe ich ihn auch kennengelernt. War es vielleicht derselbe Platz? Und ich glaube, wir haben uns auch gleich über irgendwelche Datengeschichten unterhalten. Du hast mir gleich irgendwelche Visualisierungen gezeigt, noch bevor du da gearbeitet hast. Ne? Also du warst schon in dem Thema drin, bevor es überhaupt so ein professionelles Thema für dich wurde, ne? Naja, das ist der Standard. Ich klappe den Laptop auf und dann gibt's die Show und dann. Okay. Ja, erzähl doch mal, was waren denn so die, du warst ja bei coolen Projekten dabei. Ich glaube, bei die Geschichte mit dem Malte Spitz und den Vorratsdaten, genau. Ne? Das war von Zeit Online, war das ein großes Feature? Erzähl doch mal. Ich glaube, man kann fast sagen, wenn es irgendwo im deutschen Netz eine Datenvisualisierung gibt, dann steckt Michael da irgendwie mit drin, oder? Es ist nicht so schlimm übertrieben. Eine gute Datenvisualisierung. Nee, es gibt echt noch ein paar, also ich meine, die Szene der Datenjournalisten und Datenvisualisierer in Deutschland ist sehr überschaubar. Ich glaube, in Amerika sieht das ein bisschen anders aus. Da arbeitet, glaube ich, bei der New York Times mehr Leute, als in ganz Deutschland existieren. Okay. Und also die haben da irgendwie eine richtig fette Abteilung aufgebaut. Und hier gibt es natürlich auch ein paar Leute und tatsächlich kommen aber die meisten Sachen, glaube ich, von uns, von Open Data City, und wir würden uns wünschen, dass wir mehr Konkurrenz haben. Deswegen, wir packen auch allen Code raus, alle Daten kannst du runtersaugen, alles ist auf GitHub, man kann uns kopieren, man kann uns beklauen, man kann es besser machen. Das finde ich gut. Mach's mit, mach's nach, mach's besser. Oder so. Dementsprechend ist da die deutsche Verlagsbranche natürlich total dagegen. Die hat es nicht verstanden. Aber ganz kurz nochmal so ein bisschen, um das so ein bisschen das vielleicht einzuordnen für die Leute, die das nicht wissen. Also was hatten wir da? Hatten wir diese Malte-Spitz-Geschichte, das heißt also genau. Der grünen Politiker, der bei der Telekom durchgesetzt hat, dass seine Vorratsdaten, wir hatten ja mal eine Vorratsdatenspeicherung für kurze Zeit, und diese Vorratsdaten hat er sich erklagt und dann habt ihr euch dran gesetzt und habt dann einfach mal visualisiert, welche Informationen lassen sich aus den Daten extrahieren. Genau, das war irgendwie so eine Excel-Tabelle, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, irgendwie 60.000 Zeilen da drin, die über ein halbes Jahr über ihn gesammelt wurden. Also jede SMS, jedes Telefonat, wann immer sich sein Telefon mit dem Internet verbunden hat. Was ja praktisch war, weil er nämlich einen Twitter-Client auf seinem Handy hat und der hat natürlich alle 10 Minuten sich mit dem Internet
Internet verbunden und das wurde schön jedes Mal mitprotokolliert. Und da haben wir dann aus den ganzen Einträgen das mal in so eine Karte eingemalt und interaktiv. Und du kannst halt dem Typen zuschauen, wie er sich ein halbes Jahr lang durch Deutschland bewegt und was er macht und wie oft der grüne Politiker halt eigentlich fliegt. Ne? Und so kann man halt alles rauslesen. Was waren da noch so für Projekte? Wir haben das vor kurzem auch nochmal wiederholt mit Balthasar Glättli in der Schweiz. Der hat auch nochmal seine Daten rausgeholt. Das haben wir nochmal gleich mit E-Mail-Daten gematcht. Das heißt, man kann einmal komplett sein ganzes soziales Umfeld, mit wem er so kontaktiert, mit wem er E-Mail schreibt, mit wem er telefoniert, beobachten. Man kann automatisch ausrechnen, wer seine Freundin ist. Ne? Und das haben dann aber auch alle in seinem Umfeld konsentet? Oder haben die, oder wurden die dann davon von der Zeitung, haben sie darüber erfahren? Also im Prinzip läuft das so ab. Ich hab sozusagen, also der, ich muss sagen, Walter Glättli, tiefen Respekt, der hat sich sozusagen vor mir nackt gemacht, ja, der hat mir den ganzen Kram gegeben und ich habe dann die ganzen Personen drin identifiziert und er hat halt gesagt, okay, von der und der ist es in Ordnung und alle anderen, die nummerieren wir halt durch. Okay, ja, also dann steht da irgendwie Person 17 und Anwalt Nummer 3. Okay. Also du kannst auch schön sehen, wer dann die Anwälte da drin sind. Und aber so lässt sich dann bestimmt auch wieder de-anonymisieren, wenn man dann, naja, ist egal. Ist eine große Frage. Kann niemand noch dumme Ideen bringen, oder? Nee, ich meine, das ist halt so ein, das ist halt das Risiko, ne? Aber ja. Wem sage ich das hier, Mr. Kontrollverlust? Genau. Was waren noch für die krassen Highlights? Lobbyplug war noch ganz groß. Genau. Ja. Dann die Afghanistan-Papiere haben wir noch veröffentlicht. Stimmt, ja. Da haben wir zusammen mit der WAZ 5000 Seiten, die wir zugespielt bekommen haben, was sozusagen die Bundeswehr tatsächlich da draußen macht und auch insbesondere in Afghanistan. War sehr interessant, mal Statistiken zu haben, wie viele Soldaten werden eingesetzt. Es sind immer mehr und wie viele Anschläge gibt es dort? Es sind auch immer mehr. Ja, also die Gewaltspirale kann man da schön drin sehen. Sind alle online. Afghanistan, der Westen, Recherche.de oder wie sowas. Und weiter was noch. Lobbyplug war irgendwie ein großes Ding. Das war dann auch eher schon. Das hat aber jetzt vorrangig gebastelt. Genau, jetzt. Den müssen wir auch nochmal einladen. Das ist auch ein. War da noch nicht dabei? Nee, wir hatten ihn noch nicht. Ah, okay. Nee, hatten wir noch nicht. Okay. Ja, der so Kollege von dir kennt man eigentlich auch so netzpolitischen Kontexten. Aber da ging es auch. Das war aber auch von Open Data City. So genau, ne, genau. Und da ging es darum, dass vor allem EU-Parlamentarier konnten dort Lobbypapiere hochladen und dann wurden die mit Gesetzesentwürfen und Gesetzesvorschlägen gematcht. Also das funktioniert so, dass es eine ganze Reihe von Lobbyorganisationen gibt und die schickt halt den EU-Parlamentariern ständig Mails mit Gesetzesänderungsvorschlägen. Ne? Also kommt so der Klassiker Amazon oder Google an und sagt, hier, wir möchten mal gerne, dass der europäische Datenschutz diesen Paragraphen aufnimmt. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben diese Dokumente, diese E-Mails zugespielt bekommen und haben das verglichen mit, welche Gesetzesänderungsvorschläge kommen dann tatsächlich dann im Parlament an. Also welche Parlamentarier nehmen diese Lobby-Mails und setzen sie tatsächlich in ein europäisches Gesetz um oder zumindest als Gesetzesänderungsvorschlag. Das heißt, man kann dann nicht nur sagen, welche Firma steckt dahinter, sondern man sieht auch, welcher Parlamentarier dann so schön das nachmacht. Und auf Platz 1 war übrigens Axel Voss. Der hinterher gemeint hat, nee, das war der gar nicht. Da hat irgendwie einer in seinem Büro seine Unterschrift gefälscht oder so eine komische. Ja, das so eine komische. Hat sein Laptop im Zug vergessen und so. Ja. Naja, genau. Kennen wir ja. GEMA versus YouTube fand ich ganz lustig. Das GEMA versus YouTube, wo du sehen kannst, wie viele YouTube-Videos in Deutschland gesperrt sind. Scheiße, das habe ich verpasst. Stimmt, das war total geil. Das war so aus der Top 1000 oder sowas? Genau. Wir haben doch, stimmt, das hattest du gemacht, das Projekt. Genau, ne? Da haben wir mal die Top 1000 YouTube-Videos, die am meisten geklickt und so weltweit und haben geguckt, welche davon sind, in welchem Land verfügbar. Und da sieht man halt, Deutschland auf Platz schwarz. 1, Deutschland, 60% gesperrt. Ja? Ja. Auf Platz 2, Südsudan, 12% oder sowas. Ja. Und die sind halt alle gesperrt worden, vorsorglich, weil halt YouTube sagt, da ist Musik drin. Wir können jetzt nicht nachweisen, dass dieser südkoreanische Künstler nicht GEMA-Mitglied ist, deswegen müssen wir es halt sperren. Und wir haben keine Antwort darauf gegeben, aber wir haben einfach mal eine Faktenbasis zumindest dazu mal ausgegeben. Wie ist das ja überhaupt? Also ich meine, so Daten sind ja so theoretisch zumindest extrem objektiv. Mhm. Aber ihr bringt ja da. Also glaubt ihr, also wenn du dich anfängst, so eine Daten zu visualisieren, dann ist das ja schon eigentlich eine ziemliche Meinung, die du da reinbringst, oder? Habt ihr da vorher eine Idee, was ihr erzählen wollt? Also ich meine, mit diesen 1000 Videos und zeigen, wie viele davon gesperrt sind,
Also hast du vorher, okay, es sind total viele Videos gesperrt, wir wollen das jetzt visualisieren, oder gehst du tatsächlich mit so einer Fragestellung ran, na, wir wollen jetzt mal angucken, wie viel ist denn da eigentlich gesperrt? Also es funktioniert immer so, man kriegt Daten, ja, oder hat eine Idee, wo man irgendwie Daten herkriegen kann, zum Beispiel in diesem Fall war es die YouTube-API, und dann fängt man den ganzen Kram zu sammeln und hat eine tolle Idee, was man machen könnte. Dann probiert man es aus und stellt fest, nee, geht gar nicht. Ist bei jedem Projekt so. Jedes Mal die Idee, die wir eigentlich hatten, funktioniert nicht. Und finden dann aber heraus, dass man mit den Daten was anderes noch viel besser zeigen kann. So, das heißt also, die Idee entsteht tatsächlich immer aus den Daten heraus. Das heißt also, wenn irgendeiner auf uns zukommt und sagt, wir haben hier Daten, könnt ihr mal das und das damit zeigen, dann sagen wir schon vorher, nee, das geht gar nicht. Gib mir uns mal die Daten und wir sagen dir dann, was man damit machen kann. Na, also manchmal hast du dann irgendwelche tollen Ideen und die gehen dann, ich werde irgendwie leiser. Also mit anderen Worten, die Daten geben dann auch die Fragestellung vor. Also es gab ja diesen Spruch von dem Anderson mit irgendwie Big Data is the end of theory, ja, also man macht nicht mehr eine Hypothese und überprüft sie dann experimentell oder anhand der Daten, sondern man schaut halt auf die Daten und schaut, was sie tun. Das ist ja im Endeffekt, wenn du sagst, okay, wir nehmen erstmal so ein Set von Daten, gucken dann, was überhaupt die Fragestellung ist, dann geht das ja noch weiter als the end of theory, das ist ja schon the end of hypothesis. Also die das Ende der Hypothese, ja? Also nee, im Prinzip schon, bloß in dem Fall ist es so, dass die Hypothese natürlich schon aus einem Gehirn kommt. Die kommt jetzt nicht aus einem einer Korrelationsmaschine so Big Data oder sowas. Ich finde, das ist schon näher dran am Journalismus, als ich jetzt gedacht hätte. Okay. Also weil ich meine, Journalismus ist, man guckt sich die Welt an und destilliert daraus berichtenswertes Material sozusagen. Und wenn ihr das genauso macht, wenn ihr erstmal so auf die Daten guckt und dann guckt, was steckt denn da für eine Geschichte drin, ne, dann ist das ja eigentlich relativ nah am klassischen Journalismus dran, der zu irgendeiner Konferenz fährt oder sowas, um da die Geschichte abzugreifen und nicht nur irgendwie im Idealfall nicht vorher mit einer Meinung dasteht, die er nur rüberbringen will. Ja, na, ich war mal auf so einer Datenvisualisierungskonferenz und hinterher beim Bier habe ich irgendwie einen Typen angequatscht und wir haben auch darüber gesprochen, ja, dass es totaler Bullshit ist, dass man irgendwie versucht mit den, also es wird auch viel mit diesen Datenvisualisierungen auch geschummelt, ne? Du kannst ja auch wirklich Statistiken damit falsch aussehen lassen und so weiter, da kannst du viel falsch machen. Ich bin auch vorhin ein bisschen zusammengezuckt, als Max meinte mit irgendwie aber lass mich mal die Geschichte nicht so erzählen. Sorry. Und er meinte dann irgendwann, komm, die ist total witzig, und ich habe irgendwie eine halbe Stunde lang auf den einpalabert, dass da irgendwie im Datenvisualisierungsbereich so viel falsch gemacht wird, und dann sagt er irgendwann, als er dann auch mal zu Wort kam, du, ich habe hier mit dieser Konferenz gar nichts zu tun. Ein Kumpel hat mich hier mitgenommen. Aber er ist Fotograf und da ist genau das Gleiche. Exakt das gleiche Problem. Und dann ist mir sozusagen das wie Schuppen aus den Augen gefallen, dass sozusagen, erstens, wir bebildern das, ja, und dass du es aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtest und dass du so eine Komplexitätsreduktion dabei hast und dass du nicht jetzt jemanden nach Afghanistan schicken kannst und sagst, schick mir mal ein Foto von da und da oder so, ne, sondern sozusagen, was erst Interessantes rauskommt, ist, wenn du dann vor Ort bist und dann 20 Fotos geschossen hast oder 20.000. Ja, spannend, aber das ist genau das Gleiche wie mit... Machst du so nieder? Mit was? Weiß ich nicht, weiter. Also bei Fotografie gibt es ja auch schon lange einen Diskurs darüber, dass halt eine Fotografie eben keine objektive Darstellung der Realität ist, sondern dass natürlich die Wahl des Bildausschnittes, die Wahl der schon die Wahl der Schärfe und so weiter und so fort, das kann alles ein politisches Statement sein und das kann alles eine Geschichte transportieren und es kann alles einen Bias reinbringen. Deswegen bin ich ein bisschen zusammengezuckt, als du, Max, vorhin meintest mit irgendwie zumindest theoretisch objektiven Daten, ne? Also Daten sind halt auch selten objektiv, die haben meistens auch irgendeinen Bias, die haben meistens irgendeine Fragestellung, mit der sie erhoben wurden. Typisches Beispiel ist Arbeitslosenstatistik, kannst du in Europa nicht vergleichen, weil jedes Land anders definiert, was ein Arbeitsloser ist. Ja. Und es ändert sich ja teilweise in einem Land, wie zum Beispiel Deutschland. Ich meinte natürlich theoretisch, also ich meine, wenn man irgendwie ein Gespräch hat und man hat eine Diskussion, jeder kennt das aus irgendwie seinem Berufsumfeld oder sowas, und man hat dann irgendjemand kann Zahlen vorlegen, die dann beweisen, ja, das ist aber so und so, dann ist es eigentlich immer das Ende der Diskussion. Also das meinte ich mit diesen scheinbar objektiven Daten. Ja, ja. Was sind denn so, falls ich mal fragen darf, also was mir so einfällt, so als Trick, um Daten anders darzustellen, als sie eigentlich sind, was mir da immer einfällt, ist,
ist so, dass man eine Grafik zeigt und dann man einfach einen anderen Ausschnitt zeigt. Also man zeigt irgendwie, was weiß ich was, wie zum Beispiel eine Aktie bergab ging, mhm, und dann ging die vielleicht nur um 5% bergab, aber man stellt halt, man wählt den Ausschnitt so, dass es fast aussieht, als ob sie jeden Moment auf den Boden kracht, weil ja, einfach man lässt die Skala unten weg. Was ja auch durchaus ein legitimes Mittel sein kann, um überhaupt Entwicklung zu zeigen, weil man sonst gar nicht sieht. Was sind denn so Tricks, die du jetzt sagen würdest, mit denen man Daten quasi, mit denen sie was anderes zeigen, als eigentlich drinsteckt? Oder worauf muss man denn achten? Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Also erstens, wenn du eine visuelle Repräsentation hast, ne, du hast sozusagen Daten und da ist irgendwie, ich sehe sozusagen auch gar nicht das als, also was ich eigentlich mache, ist, ich entwickle eine Übersetzung. Ich versuche das, was in den Daten drinsteckt, so grafisch zu repräsentieren, dass es eine Übersetzung ist. Ja, das ist keine Show, das ist jetzt nicht der Versuch, etwas zu präsentieren, sondern der Versuch ist, das sozusagen von einer mathematischen in eine visuelle Sprache zu übersetzen. So könnte man das formulieren. Wie war deine eigentliche Frage? Welche Tricks es gibt, um sozusagen, genau, Daten zu verfälschen, Anführungsstrichen. Genau, und schon allein bei dieser Übersetzung kannst du halt eine Menge falsch machen. Also ganz einfaches Beispiel sind alle Diagramme, die irgendeinen 3D-Effekt haben. Ne? Irgendwelche Balken oder irgendwelche Fässer oder irgendwie sowas. Da hast du halt immer das Problem, dass diese Perspektive, jeder kennt diese typischen optischen Täuschungen, ne? Welches Männchen ist größer, das, was im Hintergrund steht oder was im Vordergrund steht, ne? Kinder. Ja. Damit kann man also schon fälschen. Also man kann schon sagen, optische Täuschung. Wenn du zum Beispiel Kreise hast, die größer oder kleiner sein sollen, je nach Wert, ist immer die Frage, sage ich jetzt, okay, der Wert ist doppelt so groß, deswegen mache ich den Radius doppelt so groß oder mache ich den Flächeninhalt doppelt so groß? Ja. Und jetzt würde man natürlich denken, ja, die Fläche muss natürlich doppelt so groß sein, damit das visuell stimmt. Mhm. Wenn man das aber mal dann ausprobiert und man den Leuten Tests macht, ne, und sagt hier, okay, das sind Kreise und jetzt sag mir mal, in welchem Verhältnis die zueinander stehen, dann sieht man das nicht, dass es nicht sozusagen x hoch 1 ist und auch nicht x hoch 2, sondern manchmal so x hoch 1,7 oder so. Das heißt also, der visuelle Eindruck von der Größe von Objekten ist nicht linear und auch nicht quadratisch, sondern irgendwas dazwischen. Da muss man ein bisschen aufpassen mit wenn man so eine Information mit der Größe von Objekten. Hast du dich eigentlich mal so richtig so in Anführungsstrichen wissenschaftlich mit Statistik und statistischer Methodik beschäftigt? Nö, ich bin eigentlich, nee. Okay, aber dir ist schon bewusst, dass es da durchaus auch einen wissenschaftlichen Diskurs zu statistischer Methodik gibt. Und ja, also ich, ja, kann ich nicht beantworten. Okay. Also ich habe mein ganzes Leben lang irgendwie schon mit Mathe und Software halt rumgespielt und komme eigentlich so ein bisschen aus der Ecke von Bildverarbeitung. Das heißt, ich sehe so ein bisschen, was man für Bilder mit Computern generieren kann und wie das Gehirn das halt wahrnimmt. Ne? Also beispielsweise in MPEG-4-Kompression, da gibt es dann sogenannte psychovisuelle Modelle. Das heißt also, auf was reagiert das Gehirn besonders stark oder nicht stark? Ja? Kann man ein paar Experimente machen, wer Photoshop hat oder so, der nimmt ein normales buntes Bild und dann gibt es diesen LAB-Farbraum. Das heißt, einer gibt die Helligkeit an und die anderen beiden geben den Farbton an. Und jetzt kann man mal die Helligkeit verschwimmen lassen und man sieht sofort, dass das Bild verschwommen ist. Und wenn du aber den Farbton verschwimmst, fällt das erst gar nicht auf. Ja? Mhm. Das heißt, also, du hast jetzt einen Comic, wo die Ränder ganz scharf sind, aber es ist ganz schlecht ausgemalt, dann siehst du das halt nicht so stark, als wenn die Helligkeit, ich glaube, ich habe es kacke erklärt, aber die Idee ist ganz, also egal. Was ich in meinem Kopf nicht verstanden war. Cool. Ich glaube, wir haben die Intention verstanden. Danke. Gut, wir wollen wir ganz kurz mal über den oder hast du noch eine Frage zu dem? Ich wollte nur mal kurz, wir haben gerade den Aufruf bekommen, wenn jemand die Shownotes haben, nur zwei Shownoter, falls da jemand helfen möchte. Ich habe gerade ich mache hier gerade die Merkel-Raute so nebenbei. Ja. So fängt das an, Max, ne? So fängt's an, genau. Marc, komm mal rein. Die Shownoter brauchen dringend Hilfe beim Shownote-Schreiben, falls sich da noch jemand findet, wäre sehr dankbar. Ich habe gerade den Link getwittert. Bitte. Okay. Shownote-Schreiben. Danke. Gut, so, das war's. Ganz kurz über den Kongress nochmal was sagen. Den Eike-Kongress. Wie ist es denn so? Erzähl doch mal ein bisschen vom Kongress. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wenig Inhaltliches mitbekommen. Ich habe mich heute dieses Jahr mal so ein bisschen darauf konzentriert, so Leute zu treffen und ein bisschen rumzuquatschen. Sagst du das nicht jedes Jahr? Nee, eigentlich nicht. Also letztes Jahr habe ich
schon einige Talks gesehen. Also ich habe zum Beispiel den ersten Tag habe ich einen einzigen Talk gesehen und der war aber total super. Das war der von Zentrum für politische Schönheit. Also wenn ihr wirklich einen Tipp haben wollt, was ihr euch im nachträglich nochmal anschauen wollt, über, ich glaube, media.ccc.de oder über, auf YouTube gibt es, glaube ich, auch einen Channel. Und ja, bei denen habe ich ja von Felix Schwenzel eine Kritik gelesen, die klangen eher so durchwachsen. Echt? Ja, also ich war ganz begeistert, okay. Das Publikum war auch ganz begeistert. Ein schöner Vortrag, der auch wirklich tatsächlich sehr politische Themen, die sonst im Kongress auch nicht so die Öffentlichkeit haben, unter anderem zum Beispiel Flüchtlinge, Flüchtlingspolitik, da wirklich mit wunderbaren Aktionen vorgeführt haben. Und das war sehr humoristisch, es ist sehr lustig, es ist aber auch sehr politisch ernst und es hat sehr Spaß gemacht, da zuzuschauen und es gab Standing Ovations. Also, du erzählst jetzt aber vom letzten Kongress. Was war jetzt mit diesem Kongress? Das war in diesem Kongress. Ach, das war dieser Kongress? Das war dieser Kongress. Ach, das war dieser Kongress. Ja. Das war Tag 1. Also, ja, genau. Das war der einzige Vortrag, den du gesehen hast? Ja, am ersten Tag auf jeden Fall. Ach so. Genau. Und dann habe ich mir jetzt noch angeguckt, heute zum Beispiel auch noch eine Empfehlung, Julia Reeder. AK Senf Icon, die für die Piratenpartei als einzige im Europäischen Parlament sitzt, aber dort eine ganz wunderbare Arbeit macht und jetzt tatsächlich in so einer Art auch wirklich Glück gehabt hat mit ihrem Timing, denn jetzt gerade scheint es so zu sein, als ob beziehungsweise ist jetzt gerade in Arbeit eine wirkliche Urheberrechtsreform, die sich zumindest derzeit noch zum Ziel gesetzt hat, die Zivilgesellschaft, die Nutzerinnen und Nutzer und die ja Wissenschaft und sozusagen die Rechte der Öffentlichkeit mehr Geltung bringen zu lassen und gleichzeitig das Urheberrecht EU-weit zu harmonisieren. Und das macht absolut Sinn und sie zeigt dort, was es dort für Probleme gibt und sie zeigt, also was wir momentan für Probleme haben mit dem Urheberrecht und was es dort für Lösungsansätze gibt, was da gerade diskutiert wird und dass gerade momentan einige Dinge in Bewegung kommen. Dass da tatsächlich wirklich eine, ja, vielleicht sogar revolutionäre Urheberrechtsreform bei rauskommen könnte, wo einmal nicht die Öffentlichkeit federn lässt, sondern wo tatsächlich die Rechte der Öffentlichkeit auch mal Geltung finden. Und das fände ich wirklich ein ganz, ganz wesentliches, wichtiges Thema, das jetzt auf uns zukommt. Und ich bin mir sicher, das wird auf uns zukommen. Sie hat das auch schon angedeutet, die Lobbyisten scharen mit den Füßen und ich glaube, wir werden dort nochmal eine, wer sich noch an die Urheberrechtsdebatte von 2012 erinnert, der kann sich, glaube ich, auf einiges gefasst machen. Da wird wieder ziemlich viel dummer Stumpfsinn aus der Urheberrechtslobbyistenindustrie kommen und wir werden wahrscheinlich wieder alles von vorne erklären müssen. Klingt also fürs Wie ein Fall fürs nächste Lobby-Plug. Na, ich wette mit dir, das kann man ja damit abbilden. Ich wette mit dir, das neue europäische Urheberrecht, da werden die Verlage ausgenommen sein, weil es ja um die Rettung der Demokratie und Pressefreiheit geht. Ja, das ist ja sowieso, das ist ja momentan Oettingers Ding, der will ja tatsächlich, Julia auch angesprochen, Oettinger will ja tatsächlich jetzt das Leistungsschutzrecht, weil es ja so erfolgreich ist, hier in Deutschland und in Spanien, will das jetzt auf europäischer Ebene auch noch für alle verbindlich ein. Da haben wir einen Exportschlager. Da ja, haben wir jetzt mal einen Exportschlager. Ja. Exportschlager. Das stelle ich immer wieder fest, dass so diese Meinung existiert. Ja, bisher ist zwar alles noch scheiße, das, was wir gemacht haben, jetzt zum Beispiel mit dem Leistungsschutzrecht, aber das liegt nur daran, dass wir es noch nicht weit genug verfolgt haben. Also es würde jetzt definitiv viel, viel besser funktionieren, gerade dieses Leistungsschutzrecht, wenn das europaweit geben würde. Wie man jetzt gerade in Spanien sieht, zum Beispiel, wenn jetzt auch Google News europaweit abgeschaltet werden würde, dann wären die spanischen Verlage bestimmt gleich viel, viel glücklicher oder so. Ja, klar. Also das ist ja auch diese These der der Zensurspirale, wenn du einmal anfängst, halt Informationskontrollsysteme einzuführen und sie dann nicht funktionieren, dann hast du halt immer sozusagen so einen politischen Automatismus, dann immer die Zensurmaßnahmen zu verschärfen, ne? Weil sie funktionieren ja nicht. Also musst du halt nochmal irgendwie mehr Druck machen und noch mehr Druck. Sozusagen, die Pest ist in Deutschland ausgebrochen, weil die Leute nicht reich geworden sind dadurch, muss es jetzt die Pest in noch mehr Ländern geben, weil... Genau. Du hast gerade, ja... Das ist so ein bisschen so wie so ein Alkoholiker. So auf einem Bein kann man nicht stehen. Darum muss man halt mehr trinken. Auf einem Land. Wann wird eigentlich die VG Media verklagt dafür, dass sie Google bevorzugt durch das Leistungsschutzrecht?
Stimmt, das? Da gab es ja tatsächlich, das Kartellamt hat ja schon solche Andeutungen gemacht mit von wegen so, ja, dass diese VG Media irgendwie sich zusammenschließen und wir dann versuchen irgendwie... Wir brauchen echt mal so ein Glücksrad, wo man drehen kann, wer macht's, ja, gewinnt der CCC oder Eiweiß oder ja, genau. DGS. Ja, also ich sage mal so, ich bin vorsichtig optimistisch. Also dieser Talk hat mich wirklich was mit mir gemacht. Ich bin so vorsichtig optimistisch, weil Julia da tatsächlich die Chancen aufgezeigt hat, aber ich habe auch gleichzeitig wirklich Angst auf den Lobby, diese Lobby-Material-Schlacht, die da auf uns zurollt, weil es wird, glaube ich, wieder vor Dummheit und Ignoranz wird das, glaube ich, kein Halten geben. Und wenn man sich anschaut, wie die Politiker in diesem Zuge, zum Beispiel im Leistungsschutzrecht, bisher reagiert haben, habe ich auch ehrlich gesagt große Befürchtungen, dass da tatsächlich nicht das rauskommt, was wir uns vorstellen. Aber ja, ich glaube, es wird Zeit, dass die Netzgemeinde wieder ihre Pferde sattelt. Das ist so, was ich jetzt gerade... So Netzgemeinde, sattelt eure Pferde. Genau. Das ist doch meine Aussage. Nächstes Jahr wird heiß. Nächstes Jahr wird Urheberrecht, nächstes Jahr wird heiß. Da wird einiges auf uns zukommen. Es war Edward Snowden, es ist total kalt. Genau. Hast du noch was gesehen? Wo? Hier. Ich war heute in meinem allerersten Vortrag. Ich war bei Frag den Staat, Stefan Wehrmeier. Ich wusste schon, was er sagt. War aber lustig. Der macht immer coole Vorträge. Ja? Stefan Wehrmeier von der Open Knowledge Foundation. Ja, genau, ja. Der macht Frag den Staat. Nee, ich bekomme zum Kongress nicht, um mir die Videos anzugucken. Also die gucke ich mir im Mittel. Also die analogen Videos, ja, genau. Wo die da sozusagen... Ja, aber da gibt es Geruch und du kannst dabei nicht rauchen und das ist halt zu Hause irgendwie besser. Okay, okay. Und außer das Internet sagt dir halt vorher, welche gut waren, welche du anguckst. Das weißt du ja vorher, das ist ja scheiß Kausalität, ne? Das weißt du ja vorher nicht. Und Stream ist Kongress ohne Gestank, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, genau. Ist es das schlimm? Ey, komm, also das Kongress minus Gestank. Ja. Aber auch ohne Socializing, das ist halt der Punkt. Ne? Deswegen ist man ja hier. Also genau, deswegen. Also ich bin, also ich, das Einzige, was ich hier mache, ist abwechselnd ausnüchtern oder auf die Party gehen. Oder Podcast machen. Prost. Prost. Das ist, ich habe es ja ein bisschen mitverfolgt. Es ist ja auch schwer, dem ganzen Thema auf Twitter auszuweichen zum Beispiel. Und ich war hier halt, durch die Zeitverschiebung ist es auch immer, ihr fangt ja nicht so extrem früh an. Also ich kriege das dann quasi bis morgens um 3, kriege ich das hier dann ganz angenehm mit. Und ich bin, obwohl ich gar nicht vor Ort bin, bin ich trotzdem die ganze Zeit übermüdet. Also es ist, ich bin, ihr habt ja auch schon Augenringe bis zum Boden. Also bei Michi kann ich ja wirklich. Also es ist, aber selbst das schlägt sich hier bis nach Kalifornien durch, obwohl ich hier. Meine Augenringe sind bis nach Kalifornien. Deine Augenringe schlagen bis nach Kalifornien durch. So, in die Andreas-Spalte. Ja. Ihr kriegt das Bier nicht mit ohne Hilfsmittel auf, weil ihr keine Schraubverschlüsse habt. Dafür schmeckt uns total geil. Das ist nämlich Premium-Pilz. Das ist vegan. Sogar der fucking Kleber für das Label ist vegan. Ich glaube, jedes Bier ist vegan. Nee, aber nicht der Klebstoff. Ach so. Okay. Musste keine Kuh dafür sterben, dass das Label an der Flasche klebt. Achso, ich habe eigentlich schon noch was. Das ist ja Reflex hier. Jetzt habe ich drei Getränke offen. Okay, ich sehe schon, ihr werdet zusehends betrunken und ich muss dann irgendwann hier mal die Kotze wegwischen, virtuell. Ja, genau, die virtuelle. Die so, da kannst du eine App zuschreiben, interessante Überleitung. Ich gestehe, ich habe die letzten beiden Folgen nicht angehört. Hast du eigentlich schon davon erzählt, von Facebook und so? Ja. Ich weiß jetzt nicht, was es so irre viel zu erzählen gibt. Ich habe ein Team, ich bin jetzt bei einem Team gelandet. Mhm. Leitest du es? Nein. Ey, du bist die beste Sau, die wir jetzt nach Amerika schicken können und dann leitest du da nicht mal einen Termin. Nach und nach, ne? Also, Okay. Das ist jemand, der hier mit mir angefangen hat, der ist 18 und der hat ein eigenes Team bekommen. Der ist echt eine coole Sau. Genau, sagen. Trinken darf er erst ab 21, aber wir dachten, er schon. Genau, er durfte auf seinen eigenen Erfolg durfte nicht antworten. Das ist also ein trauriges Mann. Warum ich in San Francisco leben will erstmal, weil er sagt, ich darf abends eh nicht in Kneipen. Warum soll ich dann nach San Francisco ziehen? Er ist ja halt irgendwo hier draußen hingezogen. Das ist ja immer die große Diskussion. Ja, ich bin bei meinem absoluten Traumteam gelandet. Das ist ein bisschen welches Team? Also Instagram. Instagram. Du bist jetzt bei Instagram. Instagram? Oh, geil. Mach mal geile Filter. Wir haben sind gerade viele neue Filter gestartet. Ich weiß nicht, wie viele. Einer von denen heißt Ludwig, was ich immer sehr lustig finde, weil die ganzen Amerikaner hier Ludwig, nämlich Ledwig aussprechen. Wie Goethe.
Und ja, es ist also, ich habe ehrlich gesagt nichts davon mitbekommen, als sie gelauncht sind. Das ist also, ich bin, ich brauche ja noch ein bisschen, um diese ganze Kommunikation reinzukommen und sowas alles. Aber es ist sehr schön. Ich mache da bei der iOS-App jetzt mit. Wir sind ein relativ kleines Team. Ich habe relativ viel Einfluss. Ich mag das Büro, was sie haben. Also es ist genauso ein Büro wie alle anderen, aber ein bisschen anders eingerichtet, sehr gerne. Ich mag die Leute sehr gerne. Oh, meine Frau schreibt mir gerade, dass sie ist nämlich in unserer neuen Wohnung und da wird gerade das Internet verlegt und jetzt ist der Comcast-Mann gerade gekommen, der hoffentlich jetzt gleich das Internet anschließt. Ah, der beste Freund die nächsten Jahre wahrscheinlich. Ja, dann kann sie sich den Livestream anschauen. Dann kann sie sich den Livestream, nee, sie hat keinen WLAN-Router dabei, es ist dann wirklich nur das Kabelmodem. Aber könnt ihr eigentlich da Netflix drüber gucken über Comcast? Ja, die haben ja gerade, die zahlen dafür bestimmt, ja. Also Netflix zahlt jetzt dafür. Ich wollte nicht zu Comcast. Comcast ist ja wirklich die Pest überhaupt. Also man hört wirklich nur Horrorstories über Comcast. Das ist hier, als hier dieser Witz rumging, dass Nordkorea kein Internet mehr hat. Das war ja vor ein paar Tagen. Da war wirklich auf Twitter immer wieder derselbe, sind die etwa bei Comcast? Wirklich immer nur Comcast. Niemals AT&T, obwohl die auch scheiße sind. Und die sind halt wirklich solche Netzneutralitäts mit den Füßen Treter. Also ich glaube, dagegen sind die ganzen deutschen Provider alle kleine Schäfchen, die noch relativ entspannt sind. Vielleicht sollten die ihren Firmennamen ändern. Ich meine, bei Blackwater hat es ja auch geholfen, ne? Wie heißen die jetzt? Anders. Weiß keiner mehr. Das ist schon der PR-Coup. Ne? Also keiner weiß mal, wie sie heißen. Ich glaube, die haben sich sicherheitshalber zweimal umbenannt. Okay. Aber ganz lustig, ich habe gerade einen Tweet vom 23C3 NOC oder so gefafft. Hier sind mehr Internetnutzer und mehr Bandbreite als in ganz Nordkorea. Auf diesem Kongress. Ich glaube, das ist nicht weiter schwer. Ja, aber doch, für eine Veranstaltung ist das schon ganz schön gut. Und warum wird von hier aus nicht Sony gehackt? Das frage ich mich. Hier ist doch die Kompetenz da. Stimmt, eigentlich ja. Warum ist Sony eigentlich noch nicht noch online? Ach, in dieser Story finde ich ja, also wenn es Sony nicht peinlich genug ist, von einem Land gehackt worden zu sein, in dem es kein Internet gibt. Wenn das ihre ernsthafte Ausrede ist. Ich meine, das ist ja lustig, ich habe ja von letztem Jahr Kongress, habe ich noch auf meinem Rechner den Aufkleber Hackerspace Pyongyang drauf, ne? Und das war ja so der Gag daran, ne? Also, und dann Jetzt muss ich echt überlegen, wenn ich das nächste Mal nach USA einreise, dann muss ich diesen Aufkleber definitiv abmachen, glaube ich. Ich hab Anfang der Woche habe ich eine Weiß-Doku gesehen, irgendwie eine Dreiviertelstunde davon, wie sie in Nordkorea waren mit den Basketballspielern und so. Und dann haben sie die ganze Show bekommen. Ja, durften sich halt alles angucken, was halt Nordkorea für tolle Technologien und Wissenschaft macht und Technik und so weiter. Und sie waren sogar in so einem Internetraum, ja, wo so 30 Nordkoreaner an den Rechnern sitzen und da recherchieren. Und irgendwas kam denen komisch vor, bis ihnen auffiel, es gibt gar keine Geräusche. Die Leute tippen gar nicht, die Leute klicken gar nicht, es passiert gar nichts. Sie sitzen nur davor. So. Genau, oder siehst du halt so eine Kameraeinstellung, wo so ein Typ eine Minute lang vor der Google-Eingabemaske sitzt, ja, und nichts passt. Ja, das ist ein Screenshot, den er da sich einfach mal anguckt. Ja. Wehe, du gibst da was ein bei Google. ich werde mir das Screenshot jetzt noch importiert oder so. Ja, wahrscheinlich, ja. Was würde ein Nordkoreaner als allererstes bei Google eingeben, wenn er wüsste, dass es, wenn er die Möglichkeit dazu hätte? Ich glaube, ehrlich gesagt, Kim Jong-un nackt. Ich glaube, wenn du da schon Englisch kannst, dann bist du ja schon beobachtet, oder? Ja. War der Sony-Hack war hier aber noch kein Thema, ne? Aber du hast dir den SS7-Geschichte angeschaut. Ich habe mir die SS7-Geschichte angeschaut. Das ist Zwischenfrage von wem denn? Ich glaube, es gab zwei SS7-Geschichten. Ich habe beide. Aber die waren vom selben, oder? Also nee, Carsten Null. Die haben sich abgesprochen. Carsten Null und, den zweiten Namen, Florian. Ich weiß es nicht genau, wie er heißt, dummerweise. Und da hat... und die haben halt SS7, also jetzt ein bisschen als Hintergrund, Carsten Null hat ja schon seit Jahren regelmäßig mal dieses, wie mache ich GSM dieses Jahr wieder kaputt und auf welcher Ebene mache ich das? Und das war immer ein sehr joliger Vortrag. Also das ist natürlich immer so dieses diese Netzprovider wieder, was die mal wieder nicht auf die Reihe kriegen. Die sind alle so doof.
Die sind alle so doof. Das war dieses Jahr im Wesentlichen wieder. Er hat, muss man allerdings sagen, sehr stark, er hat den Ton sehr stark geändert. Er hat gesagt, okay, ich will, dass das alles repariert wird. Und es ist möglich, das zu reparieren. Und es mag jetzt alles aussichtslos erscheinen, aber es ist nicht aussichtslos. Und hier, ich zeige euch, was kaputt ist und mache das gefälligst ganz. Im Wesentlichen ist sein Hack quasi, oder ist ihrer beide Hack gewesen, sie sich, also SS7 ist das hochgeheime Protokoll, mit dem alle Telekommunikationsprovider untereinander kommunizieren. Also sozusagen, wenn das Telefonat ins Ausland geht, dann läuft das über SS7. Aber es hat natürlich noch tausende andere Funktionen wie Anrufweiterleitung, wenn du im Ausland bist. Sie haben so eine Funktion wie, dass sie, wenn du im Ausland bist und deine Telefonnummer mit deutscher Vorwahl eingibt, dass dein Anruf trotzdem ankommt, obwohl du ja eigentlich da +49 davor machen müsstest und so eine Späße. Also eigentlich tausende Dinge, die durchaus Sinn machen. Und dieses SS7-Netzwerk, das existiert halt, das ist halt irgendwann mal vor 30 Jahren oder weiß der Teufel wann entwickelt worden, und damals gab es halt 20 große, also es war auf Westeuropa sogar begrenzt, also hier irgendwie 15 große Provider, die haben dann halt jedes Mal, wenn jemand dazugekommen ist, dann haben die halt ein Kabel geschmissen und sind wahrscheinlich erstmal 3000 Verträge unterschrieben und weiß der Teufel was, und die haben sich halt gegenseitig vertraut, mit dem Ergebnis, dass es da keinerlei Security gibt innerhalb dieses Stacks. Nur durch Obscurity. Ja. Nicht mal das, sondern es ist, ja genau, durch also du hattest halt keinen Zugriff. Durch privilegierten Zugriff. Durch privilegierten Zugriff, genau. Ja. Und dieser privilegierte Zugriff ist es nicht mehr, weil jetzt kann man für irgendwie 100 Euro so einen Zugang dazu kriegen oder sowas, ne? Naja, jetzt gibt es halt irgendwie offiziell 800 Firmen, die darauf Zugriff haben, auf dieses ganze SS7-Protokoll. Einige von denen bieten noch als Subunternehmen irgendwie Zugriff auf SS7 an. Und das Krasseste, was halt ist, das ist hier in Amerika auch sehr beliebt, wenn man halt keinen vernünftigen Telefonanschluss hat, dann Max, du bist jetzt weg. Max, wir hören dich nicht. Ich glaube, hier gibt es total... Wir haben hier, glaube ich, gerade technische Probleme. Max, du musst reden. Jetzt bist du auch noch eingefroren. Nee, bist du eingefroren? Hörst du uns noch? Nee. Auch nicht? Wenn du irgendwas hörst, dann mach mal so. Hörst du uns eigentlich? Guck mal, die komplette Technik fällt hier aus. Hier die Bildschirme flackern, überall gibt es Rauschen. Ja, hier, ich glaube, jetzt ist die Bombe hier hochgegangen. Max, hörst du eigentlich uns oder erzählst du mal Dinge? Der hält tapfer durch, ne? Er hält tapfer durch. Na gut. Leute sehen es gar nicht, aber er redet weiter. Er weiß aber, dass wir ihn nicht mehr hören, oder? Ich finde jetzt irgendwie, also vielleicht um das mal abzukürzen und die Geschichte zu Ende zu erzählen. Hörst du uns? Du kannst ja nicht seine Geschichte zu Ende erzählen. Doch, ist egal. Das ist jetzt, wir haben jetzt einfach gerade ein technisches Problem, jetzt müssen wir da drüber kommen. Ach so. Also die Geschichte vielleicht so ein bisschen abzukürzen. Es gibt jetzt eben relativ niedrigschwellige Zugänge zu diesem SS7-Netzwerk, und über die kann man natürlich einiges in Erfahrung bringen. Man kann halt erstens irgendwie die Keys herausfinden, mit denen man dann die entsprechenden auch 3G-Verschlüsselung entschlüsseln kann. Also das heißt, 3G ist nicht gehackt wirklich, aber man kommt jetzt relativ kostengünstig an die Keys ran, wenn man das will. Man kann natürlich die Leute orten an jeder Stelle. Im Endeffekt das, was wir bei Malte Spitz schon besprochen haben, also Die Ortung per GSM-Stack und so weiter und so fort geht natürlich über SS7 jederzeit. Und einige Sachen. Das ist Wahnsinn, ne? Also da kommt raus, dass irgendwie Nachrichten von Angela Merkel abgefangen werden von der NSA oder so. Und alle Leute fragen sich, mein Gott, wie haben die das gemacht? Die sind dann nachts in ihre Wohnung eingebrochen und haben dann ihr Handy schnell ausgetauscht durch ein Gerät, das speziell präpariert ist oder so, ne? Nee, die haben ihren Arsch nicht mal aus dem Stuhl genommen, weil sie halt einfach von New York aus oder von wo auch immer dank SS7 auf alle Telefonate und Positionen der Handys zugreifen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aber das ist jetzt eine Spekulation, ne? Also, Ja klar, wie sie es gemacht haben, wissen wir nicht. Ja, aber so könnte es auch passiert sein, ne? Und, genau. Wovon man natürlich ausgehen kann, ist, dass alle Geheimdienste privilegierten Zugang zu SS7-Netzwerk haben. Also das ist wohl das Allermindeste, wovon man ausgeben kann. Ja. Wahrscheinlich hat das irgendwie jede bessere Behörde, Strafverfolgungsbehörde, und insofern, Kommunikation via 3G, via
etc. ist extrem gefährdet, zumindest gegen gezielte Angriffe. Ne? Also ich meine, ich habe die mal besucht, ne, Cast Null und so. Ja. Und hab mir mal zeigen lassen, wie das so basteln. Und das ist echt krass, ne? Du denkst dann, wie bauen da die fette Technik auf oder so. Und dann haben die irgendwie so 8 uralte Nokia-Handys, die sie da irgendwie zusammenlöten, die habe ich auch im Fernsehen gesehen, ja. Ah, okay. Haben sie mal gezeigt, ja. Genau, und da hast du dann wie so ein Setup für, was weiß ich, 20 Euro über eBay ersteigert und fängst dann halt alle Nachrichten ab vor dem Bundestag. Die verschiedenen Handys hast du, glaube ich, um verschiedene Frequenzbänder gleichzeitig scannen zu können. Genau, es ist ein Desaster. Es ist echt ein Desaster. Ja, aber das ist jetzt, das hat aber mehr mit dem GSM zu tun. Ja. Das ist GSM, aber das SS7-Ding ist nochmal ein anderes. Nein, aber was reden wir hier die ganze Zeit, wenn diese ganze Kommunikationsinfrastruktur halt so desolat ist? Ja. Ja? Und dann sagt die Telekom mir, wir machen alle sicher mit Schengen-Routing oder so ein Bullshit. Das ist absurd, ja. Bist du da? Hey, Max ist wieder da. Ja. Was ich an der, danke Ralf fürs schnelle Eingreifen hier. Schnelle Ralf-Truppe. Nee, Ralf ist gar nicht da. Was? Er hat gerade hier, dass er drauf sei. Und das war, was ich ja das Spannendste an dieser ganzen Nummer finde, wie sowas so wachsen kann. Also das müssen ja hunderttausende Mitarbeiter von irgendwelchen Telekommunikationsunternehmen sein. Und dass niemand irgendwie mal eine Priorität hatte, so, übrigens kann es eventuell sein, dass da jeder drauf Zugriff hat. Und es geht ja nicht nur um Sachen wie, in den Vorträgen war, sie haben jetzt auch Überwachung den Fokus gelegt, wo man ja immer noch unterstellen könnte, na ja, daran haben die Telekommunikationsunternehmen ja, können ja durchaus zusammenarbeiten. Also wir sind jetzt genau in der Position, das statistisch einfach mal auszumessen. Hände hoch, wer arbeitet bei einem großen Telekommunikationsanbieter? Keiner. Also siehst du, die guten Leute arbeiten da nicht. Siehst du jetzt, weißt du, was das Problem ist? Das stimmt. Genau. Bei Carsten Null am Ende des Vortrags, das war sehr, sehr spannend, hat sich nämlich in der Fragerunde, hat sich nämlich jemand, also er hatte nämlich in seinem Vortrag gesagt, ja, 2 von 4 deutschen Providern haben das nicht mehr. Mhm. Und dann hat sich am Ende jemand, wann hast du das letzte Mal überprüft? Keine Ahnung. Ja, weil wir haben das dann direkt gemacht. Und jetzt sind es 4 von 4 Providern. Also das ist, also gerade die deutschen Provider scheinen wirklich mittlerweile auf diese Vorträge auch zu achten und das dann umzusetzen, was die finden. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, also sind sicherlich nicht dankbar dafür, aber wenn sie sowas finden, dann wollen sie es dann auch schnell wegbekommen. Ja, das aber die willst du dann auch nicht vor dich hertreiben. Die müssten das irgendwie mal proaktiv, die müssten einfach mal eine Verschlüsselung ansetzen, wenn sie rauskommt. Ja. Das wäre das natürlich das Beste. Aber wir wissen alle, wie das in solchen Unternehmen funktioniert. Hey, wir fassen lieber nichts an, solange es funktioniert und solange sich niemand beschwert, warum sollen wir es denn machen? Und sobald aber der entsprechende öffentliche Druck da ist, dann geraten sie dann alle in Panik und dann muss es dann ganz schnell gehen. Also das ist insofern öffentlichen Druck aufbauen. Es braucht so einen Telco-Anbieter, der dann einfach mal sagt, hier, bei uns wirst du nicht abgehört. Ja, sorry, das ist genau das, was ja, halt dann nicht funktioniert. Ich meine, da gibt es immer welche Leute, die dann halt irgendwie genau damit werben, aber wer will das überprüfen, weißt du? Ich meine, so Ende-zu-Ende-Encryption, da kannst du halt so eine gewisse Sicherheit, dass das tatsächlich nicht funktioniert. Aber ansonsten hast du immer das Problem, dass du dann halt der Aussage vertrauen musst. Ja, bei uns wirst du schon echt abgehört. Aber wenn du dir das halt einfach mal überlegst, die rechtliche Situation ist so, und zwar nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland, wenn du hier ein Provider bist, dann hast du gefälligst auch einen Lawful Intercept anzubieten für den Staat. Ansonsten macht die Polizei einfach deinen Laden dicht. Ja? Ja. Und deswegen, so eine Aussage würde ich halt grundsätzlich nicht trauen. Also das ist halt, ja, das ist halt ja auch die Frage. Man will es ja eventuell auch gar nicht. Also ich meine, es ist ja auch notwendig für einen Staat, dass er bestimmte, also wir sind jetzt ja vermutlich, die meisten von uns sind ja einig darüber, dass in bestimmten Situationen muss es das ja geben, dieses Abhören und sowas. Es ist halt die Frage, in welchem Ausmaß kann das geschehen? Und ja, weil zwischen Exekutive und Wirtschaft vielleicht nochmal die Justiz fehlt, zum Beispiel. Ja, das wäre mal ein Anfang, das stimmt schon. Aber richtig leicht ist das ja alles nicht. Aber auf jeden Fall, Carsten Null hat auch diese, oder sein Team hat diese gsmmap.org, ist das, glaube ich? Ja. Die URL, auch so eine, steckst du auch mit drin, Michael?
Okay, gsmmap.org und wo man sich angucken kann, wie der eigene Provider so dasteht und wie man zu welchem Provider man im Zweifelsfall wechseln sollte. Also in Deutschland ist die Telekom relativ vorbildlich, muss man sagen, was so das schnelle Abdichten angeht. Richtig schlecht steht im Wesentlichen O2 da und E+, also insofern, Michi, noch ein Grund mehr zu wechseln. Ja. Ich habe mir das mal so ein bisschen erklären lassen. Das Problem ist ja, dass nicht die Telekom entscheidet, welche Krypto eingeschaltet ist, sondern es entscheidet ja im Prinzip der Hardwarehersteller, der diese Sendedinger da aufstellt. Ja? Also nicht aufstellt, sondern produziert. Sprich, also sich eine Siemens-Anlage. Die Sendestation oder was? Genau. Ne? Also ja. Es ist irgendeine, was weiß ich, eine Siemens-Anlage oder so. Und die kann und da halt ist halt eine Krypto drin und die kannst du nutzen. Oder genau. So, und dann, also das kann halt die Telekom nicht direkt beeinflussen. Also nicht Telekom, sondern ein Telco Anbieter, sondern die sind halt nochmal von ihren Hardware-Anbietern abhängig. Und da kann ich mir natürlich gut vorstellen, wenn O2 jetzt irgendwie zwanghaft noch irgendwie Geld investieren muss, überhaupt mal ein vernünftiges UMTS-Netz hier oder ein LTE-Netz aufzubauen. Was sie in Hamburg nicht geschafft haben, by the way. Echt? Nee. War ich gerade wieder in der Innenstadt und hatte kein Netz. Ah, schön. Ja. Mhm. Ja, wollen wir vielleicht, haben wir dazu noch was zu sagen zu dem Thema oder wollen wir mal jetzt... Wir haben noch mehr Themen, oder? Ich wollte jetzt mal so langsam einschwenken in eine besinnliche Rückschau auf das Jahr 2014. Eine Rückschau? Ja, eine Rückschau. Eine Rückschau. Also eine Art, ja, Jahresrückblick. Das kommt ja so in Mode, ne, zum Ende des Jahres einmal zurückblicken. Ich will daran erinnern, wir hatten nämlich einen für mich jedenfalls relativ einschneidenden Podcast gemacht im Ende des Jahres 2012. Ich war auch bei einer 2013. 2012. Okay. Vor zwei Jahren. Vor drei Jahren. Vor zwei Jahren, genau. Ziemlich genau vor zwei Jahren. Das war, glaube ich, nur Max und ich. Wir haben da einen Podcast gemacht und da haben wir auch so ein bisschen resoniert, was war, was wird. Und da hatte ich damals gesagt, dass die Netzgemeinde jetzt den großen Backlash erleben wird. Ich hatte natürlich nicht Snowden vorhergesehen und damit gemeint, aber auch unabhängig von Snowden gab es diesen Backlash ja und definitiv auch. Verlangst du eigentlich Geld für Handlesen? Ich mache momentan kein Handlesen wegen dieser Grippe, die hier gerade rumgeht. Und war das derselbe Hände Podcast, in dem du auch vorher gesagt hast, dass die Piraten in den Bundestag kommen? Einfach nur, um jetzt mal wieder so ein bisschen Boden zu schaffen. Nee, ich habe da die Möglichkeit in Betracht gezogen. Also ich habe nicht gewusst, wie schlimm es wird. Ich meine, ich hatte, glaube ich, gesagt, entweder sie schaffen es, sich zusammenzureißen, dann kommen sie in den Bundestag, oder sie schaffen es nicht und dann ist das Ende der Piraten. Das war, glaube ich, mein... Okay. Das war mein. Also Fantasie kombiniert mit selektiver Wahrnehmung ist dann halt ein Orakel. Ja. Genau. Ja, man hat so. Wir haben die Daten und jetzt müssen wir sie nur visualisieren. Aber ich glaube jetzt tatsächlich, also wir haben irgendwie, glaube ich, 2013, 2014 hat die Netzgemeinde so ein bisschen ihre Tiefphase jetzt durchschritten und ich glaube, wir sind über den schlimmsten Punkt hinweg und ich würde jetzt sagen, es gibt leichte Anzeichen dafür, dass vielleicht ein Regrouping, eine Neuorganisation, sich neu aufstellen, dieser Kräfte möglich ist. Ist das eine Analyse oder so eine Hauruck-Rede gerade? Beides. Es ist natürlich auch ein Zweckoptimismus. Also ich habe einfach die Schnauze voll von Depressionen und ja, Handlungsunfähigkeit. Ja, ich bin Alkoholiker geworden. Prost. Okay, also und ich bin dahin gezogen, wo immer die Sonne scheint. Genau. Max ist geflohen, genau. Michael Kreil ist Alkoholiker, ich habe ein Buch geschrieben. So, wir haben sozusagen alle unsere Krisen durchgemacht und ich glaube, es wird Zeit wieder für ein bisschen positive Stimmung. Und deswegen fand ich jetzt zum Beispiel auch diesen Talk von Julia Reda so wichtig. Der hat mir nochmal so ein bisschen Perspektive gegeben. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wieder Handlungsfähigkeit hergestellt wird und dass wieder Erfolge passieren. Ich glaube, das passiert erst, wenn wir uns nicht mehr so sehr auf die Dinge konzentrieren, die wir eh nicht ändern können. Und mehr auf die Dinge, wo... Also alles? Okay. Ja, also... Sorry. Erzähl weiter. Dieser Kongress ist natürlich immer noch extrem beherrscht von Snowden und das ist absolut auch nachvollziehbar und richtig. Aber im Endeffekt halte ich es für notwendig, dass man sich jetzt wieder auf Themen konzentriert, wo man tatsächlich politisch Dinge erreichen kann und wo sich dann auch, sag ich mal, ein neues Selbstbewusstsein wieder
herausbilden kann. Und ich glaube zum Beispiel, dass diese Urheberrechtsdebatte, die jetzt in 2015 auf uns zukommen wird, so oder so, dass das vielleicht ein ganz guter Punkt sein könnte, sich halt wieder neu zu formieren. Ich finde das jedenfalls ganz gut. Ich kann es negativ formulieren, wenn du möchtest. Ja. Ich glaube, dass Pegida größer ist als die netzpolitische Bewegung. Ja, Pegida. Pegida ist auch ein schönes Thema. Hm. Boah, ja. Entschuldigung. Man kann meine Depression kaufen für 10 Euro. Komm, schenk dir das doch mal einen ein hier. Also ich, komm hier. Das ist jetzt so ein bisschen den Sascha Lobo Aufruf sozusagen nochmal aufgewärmt, ja. Welcher? Keine Ahnung. Die letzten 5 Aufrufe waren das. Okay. Das, also sozusagen die, ich glaube, dass die Gruppe der Leute, die A, das verstehen, also sozusagen eine Vision fürs Internet haben, eine Vision von der Informationsgesellschaft haben und B, die dann auch aktiv irgendwie das voranbringen, ja, ob es in einem eigenen Unternehmen oder in einer eigenen Partei oder sowas, die sind halt echt klein, ja, die sind ich glaube, dass sie auf der richtigen Seite, weil sie auf der Seite der Wahrheit sind, auf der Seite der Realität, aber sie sind echt klein, so. Und weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich sehe die ganze Zeit unterbezahlte Aktivisten, die sich verbrennen, Leute, die... Aber sie verbrennen sich, das ist richtig, aber sie müssen sich nicht verbrennen. Also ich glaube, man kann sich halt auch konzentrieren auf Dinge, wo man Erfolge verzeichnen kann und dann muss man sich nicht verbrennen. Dann nehmen wir mal einen Erfolg. Ja, den hatten wir schon lange nicht mehr, aber wir hatten Erfolg. Wir haben ACTA verhindert, wir haben die Netzsperren totgekriegt, wir haben die Vorratsdatenspeicherung verhindert, sogar auf europäischer Ebene. Ja. Also es gibt Erfolge in der Vergangenheit, aber die sind eben lange her. Ja. So langsam gehen sie wieder los auf europäischer Ebene. Ich glaube, wir müssen uns sowieso grundsätzlich auf die europäische Ebene konzentrieren. Da passiert eine Menge und da... Ja, aber wenn Deutschland versagt haben, gehen wir jetzt in die europäische. Nee, in Deutschland werden auch die Entscheidungen nicht mehr getroffen. Ne? Also das sieht man in der Vorratsdatenspeicherung, das sieht man jetzt an der Netzneutralität, die wird in Europa entschieden. Und das sieht man jetzt am Urheberrecht. Das wird jetzt auch in Europa entschieden. Mhm. Das heißt also, alle netzpolitischen Themen sind jetzt in Europa angekommen und die werden dort verhandelt und nirgendwo anders mehr. Und deswegen ist Julia Reda, glaube ich, unser bester Asset, den wir momentan haben. Und Edri hat auch gute Arbeit geleistet, definitiv. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt dort konzentrieren und da kann halt wirklich auch einiges funktionieren. Genau, und da möchte ich gerne mal kurz nochmal einhängen. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwie Reichweite? Habt ihr mehr als 3 Leute, also plus Anwesende? Hier sitzen 12 mindestens. Ich krieg das ja sozusagen auch mal mit, ja. Und diese ganzen Leute von Edri bis Open Knowledge Foundation bis Digital Gesellschaft, Netzpolitik.org und so weiter, die leiden alle darunter, dass es nicht diese Foundation- und Spendenkultur gibt wie in Amerika. Ja? Ich überlege mir auch die ganze Zeit, wie man da irgendwie sozusagen als Multiplikator helfen kann. Aber die haben echt, was die alles an Geld kriegen, das ist traurig. Ja? Also es gibt die Leute, die kämpfen für die Bürgerrechte für 2000 brutto oder irgendwie sowas. Ja? Und es fehlt so eine Art Spendenkultur. Es fehlt eine Spendenkultur für Edri, für Netzpolitik.org und so weiter. Seht ihr ja, wie lange Netzpolitik.org kämpft dafür, weil es der wichtigsten netzpolitischen Medien überhaupt, einfach mal 2,5 Stellen finanzieren zu können. Ja, 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 ja. Und in Amerika, da kannst du so eine FSFE und, FS, wie auch immer. IFF. Ja, mehrere mit Fs. Es gibt viele Fs dort. Ja, ja, genau. Genau, ja. ist richtig, aber ich meine, zum Beispiel, du hast dann zum Beispiel auch IFF nimmt dann halt auch Geld von Google zum Beispiel. Das würde zum Beispiel Digitale Gesellschaft niemals tun. Ja, das ist ja dann sozusagen eine Geldwäsche, weil die nehmen ja das Geld ein von Google und geben es dann mal für den guten Zweck aus, solange man jetzt IFF vertraut. Naja, ich weiß es nicht. Also ich habe nichts dagegen, spendet gerne dafür. Bin aber momentan, glaube ich, eher gerade auf dem Trip, dass wir uns, glaube ich, ja, strategisch und konzeptionell nochmal neu über Sachen müssen. Und dann brauchen wir auch gar nicht so viele Ressourcen, die wir sowieso gerade total verbrennen. Ja, was willst du denn mal Strategie machen? Wir sind keine Partei, wir sind keine Firma, wir können keine Strategieplanung machen. Aber wir reiten alle nur auf Memen durchs Internet und... Das passt leider relativ schön zusammen. Das ist so dieses, wir reiten auf Memen durchs Netz. Das ist, nach dem fünften Bier kommen die guten Sachen. Okay, dann trink jetzt nicht weiter. Wir, aber dieses, leg die Wodkaflasche weg. Nein, wir
dieses, ich weiß nicht, ob es bei dieser netzpolitischen, also dieses, ob es ein Thema da überhaupt gibt. Also die Netzszene ist sowieso sehr klein und ich meine, Michi jetzt hier als Post-Privacy-Vertreter ist definitiv Teil der Netzszene, genauso wie Anne Roth, die jetzt totaler Befürworter ist von, oder starker Befürworter ist von mehr Privatsphäre etc. pp. Also es sind ja, obwohl man, und da sind ja sogar freundschaftliche Verbindungen da, aber trotzdem sind natürlich die Schlagrichtung, in die das Ganze gehen sollte, ist natürlich eine komplett andere. Und also ich glaube, da ist man sich auch nicht so wirklich einig. Und was die einzige Gemeinsamkeit, die da ist, Internet ist für alle gut. Und das ist schon mal eine ganze Menge, weil da. Toller Slogan. Internet ist für alle gut. Ja. Ich meine, aber das ist ein typisches Problem generell in Diskussionen. Das siehst du auch sozusagen, also das hat man ja natürlich jahrelang bei den Piraten super beobachten können, dass in dem Moment, wo es einen Konsens gibt, ist es langweilig und in dem Moment, wo es einen Dissens gibt, ja, dann kannst du dich dran aufreiben. Hat man übrigens auch an eurem Podcast relativ oft gesehen. Deswegen freue ich mich, dass ihr öfters mal Gäste habt, damit es auch mal... Weil wir uns zur Zeit so sehr mögen, oder was? Das war die subtilste Form der Kritik, die wir seit langem bekommen haben. So, früher wart ihr auch mal besser. Nee. Früher wart ihr halt nicht besser. Ihr seid besser geworden, ihr seid gewachsen. Ihr seid sozusagen totipotent, das ist, glaube ich, eine Biologie. Also ein Pluralismus. Ihr das Hemd spannt werden. Auch mehr, ja, das merke ich auch. Also, ich wollte noch mal ganz kurz nochmal zurückgucken auf das Jahr, beziehungsweise was mir aufgefallen ist vom Jahr, ist, dass wir es ganz oft mit, ja, man könnte so nach Taleb sagen, schwarzen Schwänen zu tun hatten. Also mit Phänomenen, mit denen man nicht so richtig gerechnet hat, die plötzlich da waren und die plötzlich in ihrer Ereignishaftigkeit plötzlich Gamechanger waren. Ich meine, klar, das war Edward Snowden, war ja 2013, aber... das meine ich auch gar nicht. Ich meine mehr so solche Sachen wie zum Beispiel vorletzte Woche oder wie das war, als dieser Unge zum Beispiel jetzt aus diesem Mediakraftnetzwerk aussteigen will und dann ein YouTube-Video macht. Und plötzlich ist diese YouTube-Gemeinde, von der wir alle wussten, dass es sie gibt und wir wussten alle, dass sie groß ist und dass sie alle Reichweite haben, aber plötzlich war das wirklich so ein Erdbeben in allen Timelines, auf Facebook, auf Twitter, irgendwie war das überall. Ich hab's nicht mitgekriegt. Wovon redest du eigentlich überhaupt? Echt? Wer? Hast du es nicht mitgekriegt? Was denn? Hab ich was? Okay. Wisst ihr, wovon der Mann redet? Ja, das schaffen wir Internet an. Okay. Genau. Internet ist gut für uns. So. Intravenös oder? Intravenös, genau. Okay. Also Unge ist ich weiß nicht, wie er Vornamen heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist wohl Simon Unge ist ein YouTuber mit, keine Ahnung, knapp 1 Million Follower oder sowas, okay. Als Subscriptions. Also sehr, sehr bekannter Typ, der bei dem Netzwerk Mediakraft, also für Leute, die das nicht wissen, YouTuber sind häufig in Netzwerken organisiert, weil sie dort Marketing-Geschichten bündeln und sozusagen auch so ein bisschen ja, funktional differenzieren. Und jedenfalls, er ist unzufrieden mit der Leistung von Mediakraft und will da aus dem Vertrag vorzeitig aussteigen und hat ein Video gemacht und das Hashtag Freiheit dafür verwendet und hat ein sehr emotionales Video gemacht, wo er einfach mal abrechnet und sagt, hier, pass mal auf, Mediakraft, du bist scheiße und ich will aus dem Vertrag raus und wenn alles schief geht, dann mache ich eine Weltreise, ey, dann fickt euch, ne, und so also europäische YouTuber genau. Gegen die Vermarktung von gegen ihre Vermarkter des Abendlandes gegen die Vermarktung des Abendlandes, die Vermarktung des Abendlandes. Und er hat dann wirklich so eine Resonanz erfahren im Netz, als ob wirklich irgendwie er in einer Todeszelle sitzen würde in irgendeinem Terrorstaat, haben wirklich die Leute sehr emotional für ihn gekämpft. Es gibt eine Petition, die mich dann auch erreicht hat. Bitte unterschreibe Free Unge, ja, also es ist Freiheit, es muss jetzt Freiheit für Unge. Es ist wirklich so, als ob der Mensch jetzt statt irgendwie 50.000 Euro zu verdienen, tatsächlich im Kerker sitzen würde. Und das hat mich nachhaltig verstört, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite hat es mich überrascht, dass halt plötzlich dieser nenne es mal unsichtbare Riese, der YouTube für zumindest unsere Perspektive her ist, ja, also man muss das sagen, ist unsere Filterbubble, als unserer Perspektive ist das so ein unsichtbarer Riese, der so ein eigenes Universum bespielt, von dem wir gar nicht so viel mitbekommen, ne? Also wenn Dougie B, also auch so eine YouTuberin, halt mal ein Herzchen twittert, dann hat das irgendwie 7000 Fuffs, ja,
Aber das kriegt man ja nicht mit. Das passiert dann ja irgendwie woanders. Aber plötzlich kommt so ein Ereignis und dann bricht es in unserer aller Timelines und niemand ist mir davor sicher. Und das hat mich erstaunt. Und das erinnert mich ein bisschen an die Rolle Asiens im Internet. Wieso Asien? Asien, ja. Das ist jetzt ein kleiner... Asien ist der Teenager des Internets. Ja, Asien ist der Teenager des Internets. Ich kann das gut überleiten, nämlich Sascha Lobo hatte letztens eine schöne in seiner Kolumne geschrieben, Smartphones und die Entwicklung des Internets orientiert sich heutzutage am 16-jährigen Teenager. Und er hätte noch dazu sagen müssen oder dazu sagen können, 16-jährigen asiatischen in Teenager. Wenn du dir zum Beispiel anschaust, wie sich das iPhone entwickelt hat, ja, diese großen Dinger und so weiter und so fort, das ist nicht zu erklären ohne den asiatischen Markt. Schon beim iPhone 5, dass es ein goldenes iPhone gab, ist nicht zu erklären ohne den asiatischen Markt. Dort hast du zum Beispiel ganz andere Wertpräferenzen und dort hast du auch ganz andere Use Cases. Während bei uns das Telefon und das Smartphone halt so ein zusätzliches Device zu unserem Rechner, zu unserem iPad, zu unserem etc. ist, also so unser dritt, viert Device, ist es halt tatsächlich im asiatischen Markt meistens das allererste, der allererste Computer, das allererste eigene Mediennutzungsding, der erste eigene Fernseher, erste eigene Zugang zu Kommunikation und Massenmedien. Redest du über Asien von Indien oder so oder mehr von Japan und Südkorea? Von Indien, von China, von Taiwan, von etc. Also überall. Also das gilt für fast ganz Südostasien und auch für den Mittleren Osten und so weiter und so fort. Also bis zum Mittleren Osten, würde ich sagen. Und das heißt also mit anderen Worten, die haben ganz andere Nutzungscases. Also die gehen in die U-Bahn, wenn du dort in der U-Bahn fährst, die gucken alle immer auf ihr Device und sie gucken immer irgendeine Serie und irgendeinen Film, irgendeinen YouTube-Schnipsel oder so etwas. Ja. Das heißt, dafür sind die großen Displays da. Und das ist interessant, weil wir heutzutage schon in einer Welt leben, wo die riesengroßen Consumer Markets, die eben tatsächlich in Asien unterwegs sind, alle Entwicklungen auch unserer in Anführungsstrichen unserer Dienste und unserer westlichen Gadgets halt bestimmt, ja, weil dort einfach die Kaufkraft ist, weil dort einfach tatsächlich diese Emerging Markets sind. Ja, die Masse ist dann Kaufkraft. Die Masse ja. und das ist so ein bisschen ähnlich wie bei YouTube, ne? YouTube ist halt genau so halt so ein versteckter Riese, der augenscheinlich so für sich existiert, aber dann in seinem so eine Art Gravitationsfeld dann doch hat, das alles um uns sich herum auch verändert. Und zwar unser Leben auch mit. Das klingt mir jetzt irgendwie doch, das ist für mich sehr zurechtgebogen. Und damit möchte ich es bei der Kritik belassen. Nee, also ich habe zum Beispiel mal gehört, dass Japan irgendwie im Vergleich zu Deutschland oder zu Europa eine geringere Technikfeindlichkeit hat, weil sie zum Beispiel gesehen haben durch Atombombenabwürfe, welche Technologie ja gar nicht schlimm ist. Ja. Nee, dass Technologie macht tut gar nicht weh. Und dass Japan einen technologischen Fortschritt braucht, ja. Und Deutschland setzt irgendwie nur auf seine Braunkohle als technischen Vorsprung. Das ist albern. Wir setzen das, was seit 100 Millionen Jahren unter der Erde liegt. Wie man in Deutschland ja mal sagt, Geschichte. Daten sind die neue Braunkohle. Auf der Autobahn. Genau. deswegen, ich glaube auch, was Michi da gesagt hat, sind zwei Geschichten, die zusammenspielen. Also zum einen natürlich so die nächste Milliarde User, die große Dienste haben werden, die kommt halt aus Afrika, aus ärmere, also aus dritte Weltländern sozusagen. Also derzeit noch aus Schwellenländern, ne? Also das ist ja, genau, aber die nächste Gruppe, die dann kommt. Also jetzt kommen sie aus Schwellenländern und das sind Leute, die in erster Linie billige kleine Telefone haben, die weit hinter dem liegen, was bei uns sozusagen der Standard ist. Aber diese Leute kaufen natürlich kein iPhone, weil das für sie absurd. Das stimmt, nicht. Ich habe zum Beispiel in Taiwan, obwohl das schon eigentlich ist ein Industrieland, ja, aber da gab es echt viele iPhones. Also ich habe den Faden verloren. Willst du damit erklären, warum es so viele YouTube-Nutzer gibt?
Nein, ich will diese Phänomene vergleichen. Es gibt halt Dinge, die sich außerhalb unserer Bubble abspielen, die aber mittlerweile eine so große, einfach numerische Relevanz haben, dass sie, dass wir sie zwar trotzdem, obwohl wir inhaltlich ihren Diskursen nicht folgen, trotzdem einen Impact auf unser Leben haben. Na, ich würde sozusagen das mehr aus Usability-Sicht beobachten und würde ja sagen, du willst jetzt irgendwo, keine Ahnung, was kaufen, ja, was weiß ich, bei Amazon Buch oder so, zum Beispiel deins. Krieg ich 5 Euro nachher? Ja. Okay. Und, Link und so. Und du kannst eine Menge Fehler jetzt als Anbieter dafür machen, dass die Leute es nicht schaffen, dieses Buch zu kaufen. Dass du zum Beispiel zu komplex mit Login und keine Ahnung was machst, ne? Und die Leute gehen halt einfach mal flöten dabei. Und du kannst halt, also man kann ein Medium darin betrachten, was es anders macht. Man kann auch ein Medium darin betrachten, was es für Hürden aufsetzt in seinem Konsum. Und Twitter zum Beispiel ist manchmal auch ersetzt so eine Intellektualisierung oder verwendet so eine Intellektualisierung oder auch viel netzpolitische Debatten setzen eine bestimmte Kenntnissen halt einfach voraus. Und deswegen spreaden die halt nicht so schön. Ein YouTube-Video, das einfach klicken kannst und dann kannst du deine Tüte bauen und dabei gucken, wie halt das Video abspielt oder so, da ist sozusagen diese Hürde, diese Aufnahmehürde kleiner. Und eine Emotionalisierung durch Schnickschnack, keine Ahnung was hier, wir müssen das Internet retten, sonst kannst du morgen nicht mehr Internet klicken, wenn du nicht jetzt gegen ACTA vorgehst oder so. Also ich sehe das eigentlich mehr auf diesem Level, nicht als große kulturellen Unterschiede, sondern einfach nur... Deswegen hat ACTA ja auch gut funktioniert, weil eben die YouTuber sich davon ganz direkt angegriffen gefühlt haben und dadurch auch ihre Massen mobilisieren konnten. Also die Frage ist, inwieweit zum Beispiel dort sowas wie Polemik missbraucht, also verwendet werden kann, um so Ziele wie ACTA abzufeuern. Wieso? Naja, also es gab ja hinterher Kritik zum Beispiel, dass an diesem Anti-ACTA-Video ein paar von Anonymous, das war ja auch recht grauenhaft, ja. Genau. So, aber die Polemik hat funktioniert. Ja, klar. Ja. So, das war halt auch einfach Lügen. Das waren teilweise einfach auch Falschinformationen. Ja, das ist ja, also wir haben ja fast die Mittel der Bild-Zeitung verwendet, oder? Ja. Das ist ja nun was man auch bei diesen ganzen Demonstrationen und so weiter immer sehen kann, ist ja dieses, man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man probiert die, also ich meine, man hat immer einen großen Teil, es wird immer so sein, dass ein Großteil der Bevölkerung ist nicht auf dem Bildungsstand, wie man sich das wünscht. Das ist nicht, weil die doof sind oder sowas, sondern weil sie sich mit anderen Themen beschäftigen. Ja, exakt. Weil sich mit Netzpolitik zu beschäftigen, ist halt ein weites Feld, was jetzt durchaus eine gewisse Schmerzbereitschaft voraussetzt. Und das bringt nun mal nicht jeder mit, sondern die Leute haben andere Probleme, müssen sich um ihre Kinder kümmern, um ihren Job, bla bla bla, weiß ja toll was. So. Und darum haben sie eben hat man jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man klärt sie auf darüber, was sehr, sehr aufwendig ist, oder was dann eben die beliebtere Methode ist, siehe Pegida, man nimmt ihre Ängste, nimmt sie so, wie sie sind und multipliziert sie einfach und schafft es, sie ihnen irgendwie so einen Resonanzraum zu verschaffen. Und schon wird man einen durchschlagenden Erfolg haben. Und kommen wir zu das wird immer das Problem sein bei solchen Sachen, wie zum Beispiel jetzt auch ACTA oder sowas. Entweder hätte man das so aufgeklärt, wie es ist sozusagen, dann hätte man wahrscheinlich jetzt, da sind irgendwelche Verträge, bla bla bla, und die könnten eines Tages eventuell dazu führen, dass dein Provider 3,80 Euro da mehr, oder man macht es halt plakativ und das wird ein Kampf sein, der wird vermutlich auf alle Ewigkeiten zu führen sein. Die Frage ist, wenn Polemik besser funktioniert als eine Faktenbasis beispielsweise, wird dann das Internet der große Heilsversprecher der Gesellschaft werden? Aber ich glaube ganz ehrlich, also wenn wir jetzt zum Beispiel, was ich vorhin angesprochen habe, jetzt auf diese Urheberrechtsdebatte zusteuern, dann wird es eine ganze Menge geben, die wir auch ohne Falschinformationen zu verbreiten mit Polemik angehen können, weil da wird wieder so viel Bullshit verzapft werden, das ist jetzt einfach mal absehbar. Dann werden wieder irgendwelche offenen Briefen und Petitionen auf uns zukommen, wo wieder irgendein kompletter Bullshit drinsteht, weil die meisten Urheber wissen halt überhaupt nichts über das Urheberrecht, ja. Und das wird dann einfach wieder, da kann man dann, glaube ich, echt auch gut wieder draufschlagen, ohne dass man da jetzt irgendwie was Falsches sagen muss. Und jetzt, aber das ist auch jetzt eine Gefahr. Um jetzt die beiden Sachen wieder zusammenzubringen. Ja? Also ich glaube, es muss darum gehen, tatsächlich die YouTuber in dieser Debatte, in diese Debatte reinzuholen. Ihnen klarzumachen, wie dieses die europäische Urheberrechtsreform sie effekten wird und sie dann halt auch
wiederum dazu zu bringen, das halt zum Thema zu machen und vielleicht auch teilweise, wenn es nötig ist, Leute zu mobilisieren für irgendwelche Aktionen. Und am besten auch die chinesischen YouTuber. Nein, aber das sehe ich auch ein bisschen als Problem an, ehrlich gesagt. Also es wird so diese einfachen Flanken geben in dieser ganzen Diskussion. Einfach sobald Günther Oettinger den Mund aufmacht, hat man genug Material für 20 Anti-ACTA-Demonstrationen oder sowas parat. Aber die eigentlichen Kracher sind, man muss sie einfach nur kompliziert genug formulieren und schon sind sie schwer rauszuarbeiten. Also die Lobbyisten werden nicht dumm genug sein, sich irgendwie sich so ein offenes Visier zu geben, sondern sie werden das irgendwo versteckt einarbeiten und dann muss man halt in die Details gehen, um diese Sachen zu finden. Und ich weiß nicht, wie gut das funktionieren wird. Also ich sehe das auch immer als eine große Gefahr, wenn man sich auf diese offenen Polemikfelder zu sehr stürzt und dann die ganzen kleinen Details sozusagen, dann wird das rausgenommen, großartig plakativ und alle sagen, wir haben was erreicht und im Endeffekt hat man eigentlich gar nicht viel erreicht, weil die von vornherein nur dahingestellt worden sind, um genau diese Dinge abzufangen. Die Frage ist, ob zum Beispiel das Gefechtsfeld bei Martin Hase liegt, ja, der dann sagt, in dem Moment, wo das Ding Nacktscanner hieß, haben wir den Kampf gewonnen. Ja? Ja, klar, natürlich. Also das Framing, das Wording und so weiter und so fort, das ist halt immer ganz entscheidend. Und deswegen ist es eigentlich egal, wie kompliziert jetzt, keine Ahnung, der Vertragstext oder so etwas jetzt irgendwie oder der Gesetzesentwurf wird. Es liegt dann an uns, das zu übersetzen in die Sprache, die dann verstanden wird, die Wörter zu finden, die das entsprechend vielleicht polemisch oder wie auch immer auf den Punkt bringen, sodass wir da dass wir da halt mobilisieren können. Darf ich mal ganz kurz? Hm? Du hast gerade gesagt, im Bereich Nacktscanner ist irgendein Kampf gewonnen worden. Welcher genau? Also ich bin, als ich hier eingereist bin, diverse Male durch Nacktscanner gegangen. Ja, aber weil es den Begriff Nacktscanner nicht im Englischen gibt. Wo gibst du denn noch? Ach so. Wo gibst du denn? Bei euch heißt es ja, Bodyscanner, oder? Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es heißt. Das heißt Bodyscanner, oder? Glaube ich. Ich kann... Es wurde nicht großartig erwähnt. Ich stand halt plötzlich drin und habe halt gemerkt, okay, jetzt stehe ich in so einem Nacktscanner und habe danach auch das Bild gesehen, was der andere davon sieht. Das war. Weiß das jemand, wann der Martin Hase Vortrag war über Nacktscanner und Körperscanner und wie sie Bodyscanner versucht haben zu übersetzen? Der war doch am ersten Tag. War das letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr? So, war es gar nicht dieses Jahr. Ich glaube, keine Ahnung. Da ging es sozusagen um schon allein diese Übersetzungsarbeit, ja, die amerikanischen Bodyscanner und in dem Moment, wo es ins Deutsche übersetzt wurde, dass es nicht Körperscanner heißt, was ja versucht wurde, sondern ja, oder Wahlcomputer war auch in dem Martin Hase Vortrag mit dabei. Ja. Okay. Also solche Begriffe machen sicherlich eine Menge aus. Gib mal mehr Wodka, bitte. Bei diesem Nacktscanner muss ich jetzt sagen, nachdem ich das Bild gesehen habe, okay, das mag jetzt die zweite oder dritte Generation gewesen sein, von dem, was ich da drinnen stand, war so mein Eindruck, ehrlich gesagt, okay, und darum haben wir jetzt, darüber haben wir jetzt, deswegen haben wir ein halbes Jahr verloren, wegen dieser albernen Geräte, die halt dem, ja, es ist noch ich die finde die Scheiße. Ich war nämlich jetzt in Düsseldorf und bin dann auch durch diesen Nacktscanner gegangen und es dauerte einfach tausendmal länger als bei allem anderen und die Schlange war länger und das ist einfach total ineffizient und das Witzige war, ja, also normalerweise läuft man jetzt durch einen Metalldetektor, ja, und dann eventuell kommt dann noch jemand, der nochmal mit so einem sozusagen Handmetalldetektor dich auch nochmal abdingst und dann bist du fertig, so. Es geht super schnell. Dort war es so, also erstens dieser Nacktscanner, da musst du erstmal reinstellen, da musst du dich so in einer bestimmten Position stellen, musst die Arme hochnehmen, dann geht das Ding aber so, das dauert schon alleine schon irgendwie, keine Ahnung, 30 Sekunden, das zu scannen. Was? 30 Sekunden? Oder vielleicht 10 Sekunden, ich weiß nicht mehr, ich habe es nicht gemessen. Aber auf jeden Fall eine signifikante Zeit, viel länger als einmal durch einen Metalldetektor zu laufen. Und dann, das Witzige war, dann wurde aber trotzdem nochmal jeder, und zwar leibesvisitiert. Und also das heißt, wurde es nochmal dann durchsucht. Wo warst du da? Also das in Düsseldorf. In Düsseldorf, das hat wahrscheinlich die Gewerkschaft durchgesetzt. Nee, also ernsthaft, da gibt's diesen tollen Science Fiction von dem, ich weiß gar nicht mehr, von wem der war und wie der hieß oder sowas, aber da war so ein Typ, der hat in einer Fabrik für Schrauben und Muttern gearbeitet und saß in der Qualitätskontrolle und seine gesamten Arbeitskollegen wurden in der Zwischenzeit von gezüchteten Tauben ersetzt.
Und er hat aber auf seinem Arbeitsplatz bestanden. Und wahrscheinlich ist es genau die gleiche Geschichte. Die werden alle, sollen eigentlich durch Nacktscanner ersetzt werden, aber sie... Nee, ich habe da mal was drüber gelesen und es ist so, dass halt diese Nacktscanner, weil sie halt so eine, noch so eine ungeprüfte Geschichte ist und weil sie halt dort auch, ich glaube, da wurde dann ja auch bewiesen, dass halt Leute dann auch sogar Waffen durch diesen Nacktscanner durchbekommen haben und solche Geschichten. Ja, Al-Qaida erklärt gerade, wie man Waffen in sich und seitdem werden dann halt alle, die durch den Nacktscanner gehen, nochmal extra durchfilzt, so. Und zwar handdurchfilzt. Ja, und das ist halt, es ist so ein Wahnsinn. Und ich dachte mir nur, also, oh, ey Leute, komm doch mal klar. Wie willst du, muss ich sagen, ganz, ganz kurz, meine, da war diese Nacktscanner-Erfahrung war bei mir wirklich eine komplett andere. Wo war die? Das war hier einmal in San Francisco und einmal in New York. Okay. Und das war die schnellste Sicherheitsabstufung, die ich jemals hatte. Also ich war, da entschied sich das quasi random. Die haben nicht quasi... Musstest du deine Schuhe ausziehen? In Amerika muss man seine Schuhe ausziehen. Ich musste im Endeffekt, beim Nacktscanner musste ich... Der Nacktscanner zieht doch meine Schuhe ausziehen. Der Nacktscanner zieht doch die Schuhe aus. Das ist die Idee dabei. Sondern das war, ich bin sozusagen ausgewählt worden. Also es ist rein random. Man kann da wohl auch widersprechen, wenn man wollte. Ich hab's verpeilt und hab's darum nicht gemacht und stand dann irgendwie drinne. Ich musste kurz meine Hände so merkwürdig hochnehmen, also als ob man gleich erschossen wird, so ein bisschen. Genau. Dann war das Hände hoch. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Das hat keine 5 Sekunden gedauert. Dann bin ich raus und dann habe ich halt so ein Strichmännchen. Ja. Vielleicht waren es 6. Und dann war so eine Strichmännchenfigur von mir und dann hat er sozusagen auf meinen rechten Arm gezeigt. So, was hast du denn da an deinem rechten Arm? Dann habe ich ihm gezeigt, hier ist meine Uhr. Und dann hat er gesagt, okay. Und damit war das ganze Thema für mich gegessen. Stimmt, dass du nie wieder Kinder bekommen wirst, das wirst du. No. Und selbst das stimmt nicht. Gratulation übrigens. Danke. Wollen wir danke, das hier? Stimmt, ja, das können wir ja. Ne? Das ist was? Jetzt können wir Habe ich was nicht bekommen? Max wird Vater. Oh! Ja. Applaus. Also bitte den Applaus für meine Frau. Genau, und bitte auch für Diana, ja. Weil Max hatte nicht so viel Arbeit, ne? sie muss das Ding noch rumschleppen. Ja, genau. Sie genau. Ist, der Max hilft aber auch dabei, oder? Also, ich meine, es ist eine moderne... Beim Umschleppen? Des Bauches? Nein. Da ist nein. Sicherlich bei helfen, aber ja. Im Augenblick ist das in erster Linie noch ihre Arbeit. Also insofern diese... Toll, jetzt haben wir erwähnt, dass ich Vater geworden bin beim Thema Nacktscanner. Apropos Nacktscanner, ich werde Vater. Ja, ach Gott, ich darf das meinem Kind niemals vorspielen. Das Internet vergisst nicht. Oh Kontrollverlust. In, ja. Oh Gott. Und das macht es halt alles ein bisschen. Also ich muss sagen, so meine Nacktscanner-Erfahrung war. Ich traue es mich kaum zu sagen, eher positiv. Okay. Und ich verstehe, warum die ganze Aufregung darüber stattfindet. Erzähl, sieht man sich auf dem Monitor so selber dann? Und nee, wie gesagt, man sieht eine Strichfigur. Also man sieht wirklich, das hat nichts mit einem selber zu tun gehabt. Also ich weiß, dass die erste... bestimmt ist da auch irgendwo das Rohbild und bestimmt gibt es da auch diesen berühmten Fall von dem Sicherheitsmann, der da irgendwo in der Kammer sitzt und sich von irgendwie einen runter drauf holt auf die Nacktbilder oder sowas. Also ich meine... Ich meine, hast du mal das Buch von Michael Seemann durchgelesen? Hallo? Vielleicht liegt das auch daran, dass an der Stimmung, weißt du, so, ich kam halt gerade aus dem Urlaub, ne? Ich hatte tolle Erfahrungen gemacht in jedem asiatischen Land, in dem ich war. Jeder Flughafen dort hat einfach ein funktionierendes WLAN für free, und jede Bushaltestelle hat das da, ja? Und da kommst du an Düsseldorf. Und es ist irgendwie alles modern und es funktioniert irgendwie der Nahverkehr funktioniert reibungslos. Und man findet sich zurecht, ist einfach alles toll in Asien und dann kommst du halt irgendwie nach Deutschland, ne? Dann kommst du nach Deutschland und statt WLAN gibt's Nacktscanner. Ja, und zwar eine Schlange, die halt länger ist und langsamer dauert als alles, was du halt in allen anderen Flughäfen halt gehabt hast. Und dann halt unfreundliche Sicherheitsbeamte, die dann halt dich nochmal durchsuchen und dann irgendwie dich nochmal anschnauzen. Ne, was ist das denn da? Das ist mein Portemonnaie. Ich sag mal so, wenn ich jetzt ein amerikanischer Geheimdienst wäre, ja, dann würde ich halt gerne sowas wie Biometrie machen. Ich würde von allen Leuten zum Beispiel Fingerabdrücke sammeln oder Gesichter sammeln oder sowas. Machen Sie doch. Und ich würde natürlich auch gerne Biometrie über was die Nacktscanner halt ausliefern, sammeln, ja. Und ich wette mit dir, dass es eine nicht öffentliche Schnittstelle gibt oder so. Und natürlich siehst du ein Strichmännchen. Aber das hätten sie auch auf Pappe malen können und dir vor der Nase halten können, weil das halt nichts damit zu tun hat, was der Nacktscanner dir da anzeigt. Ja? Ja. So. Und das gibt es irgendwelche Datenmann oder so. Ja. Vielleicht so
ein Muster, ja, klar. Ja. So ein Körpererkennungsmuster, dass sie halt so einen biometrischen... Na, auf jeden Fall, da reist ein Typ mit exakt den gleichen körperbiometrischen Merkmalen in einem anderen Land ein, ja, und dann einem anderen Namen. Aber dafür sind die Nacktscanner noch nicht weit genug verbreitet, dass das jetzt wirklich effizient wäre. Also dafür sind normale Fingerabdrücke, glaube ich... Das sind ja alles amerikanische Hersteller. Ja, aber es gibt ja erst bisher an wenigen Flughäfen. Also wie gesagt, also an den meisten internationalen Flughäfen, wo ich in Asien war, beziehungsweise da gab es das überall nicht. Also ich dachte, ich soll hier Verschwörungstheorien entwickeln. Ach so, okay. Ja. Bin ich nicht bei alternativlos? Ja, komm. Nochmal einen Schluck hier. Achso, Prost. So, wenn wir die Flasche hier rauf haben, dann sind wir auf dem Niveau von Fefe. Ja, wie spät haben wir es denn eigentlich schon? Oh, erst 50%. So, gut, wo waren wir stehen geblieben? Also ich wollte aber eigentlich ja nochmal zurück auf diese, auf den Jahresrückblick. Und, stimmt. Und das, was ich meine, ist halt, ich glaube, dass diese versteckten Phänomene auch das Jahr 2015 beherrschen werden. Ich glaube, dass halt wir noch eine ganze Menge von YouTube, dass 2015 ein Jahr wird, wo wir nicht mehr an YouTube vorbeikommen, wo YouTube wichtig wird, wo wir auch hoffentlich, also sozusagen die netzpolitische Szene, sich auch proaktiver an die YouTuber wendet, dass die Connections hergestellt werden, dass beispielsweise ja durchaus politische Leute wie der LeFloid oder so etwas in Diskurse eingebunden wird und es so muss ein Ruck durchs Internet gehen. Das hast du schön gesagt. Schön gesagt. Es muss ein Ruck durchs Internet gehen. Und ich glaube, dass auch China bzw. Asien nochmal ein viel, viel stärkeres Erdbeben auslösen wird. Wir hatten jetzt dieses Jahr, das ist, glaube ich, an den meisten... What? Seiner vielen. Keine Erdbeben. Hallo, ich bin hier auf dem Andreas-Kram. Bitte keine Erdbeben. Ich fand das halt spannend. Das hatten, glaube ich, aber gar nicht so viele Leute hier mitbekommen, dass der große Internetkonzern Alibaba ja an der westlichen Börse gehandelt wurde. Das ist ein chinesisches Unternehmen, das eben in seiner Größenordnung wirklich auch Facebook fast klein aussehen lässt. Ist das ein Social Network oder so ein Amazon eBay? So ein Amazon eBay Melange ist so deren Hauptprodukt, aber die haben auch ganz viele andere Sachen. Das ist so eine Holding mit ganz vielen Sachen. Das ist so ein Emma Bay Book ist das. Aber es ist halt tatsächlich genau. So eine Art Amazon, aber halt plattformartiger, mehr so wie eBay halt so. Und Web 2.0-ig und so. Ja, ist egal. Auf jeden Fall riesig groß, mit einem unglaublichen Kapitalvolumen, die halt hier an der New Yorker Börse IPO gehabt haben. Das ist ein seltenes Ereignis, das ein chinesisches Unternehmen hatte, aber hat wirklich alle möglichen westlichen Firmen alt aussehen lassen. Und wir müssen uns auch wirklich... Die haben den größten Börsengang seit, ich weiß nicht, wie langer Zeit hingelegt. Also Das war richtig krass. Und das kriegt man aber irgendwie halt in der Netzgemeinde nicht mit, obwohl das halt relevant ist. Ja? Denn wir müssen uns überlegen, dass China definitiv auch mittlerweile einen Großteil der Internetnutzer stellt und dass alles, was in China passiert, halt dadurch auch eine Relevanz für uns bekommt. Und in China haben wir immer noch einen extremen Bedürfnis der Regierung, die Informationen zu kontrollieren. Journalisten werden dort ganz offen und zwar unverdeckt wirklich Repression ausgesetzt es gab einen schönen Podcast von Küchenradio, wo ein Journalist, der in China arbeitet, meinte, alles, was mit China in Verbindung gerät, wird dann sozusagen affiziert von diesem autoritären System. Und ich glaube, dass dort auch noch eine ganze Menge Gefahren für das Internet entstehen, dass wir nicht umherkommen, dass halt der chinesische Einfluss wächst und dass wir durch diesen chinesischen Einfluss, dass zum Beispiel Konzerne wie eben dein Arbeitgeber oder Google und so weiter und so fort, dass die halt trotzdem natürlich ein extremes ökonomisches Interesse haben, auf dem chinesischen Markt Fuß zu fassen und dass sie deswegen sich halt irgendwelchen Dingen beugen müssen und bestimmte Zensurmaßnahmen irgendwie akzeptieren müssen. Das dann halt aber auch, das natürlich den Diskurs verändert, wenn halt ein westliches Unternehmen solche restriktiven Geschichten einführt, dann ist das ja auch ein Statement, das für alle gilt. Das halt zwar nicht irgendwie 1:1 umgesetzt wird, dann aber wo dann, ne? Also Recht, das schreibe ich auch im Buch, Recht Ach, kann man das setzt kaufen? setzt sich heutzutage über Plattformen durch. Ja, also normative Dinge setzen sich heutzutage über Plattformen durch und
Und das heißt mit anderen Worten, die Gesetzgebung in China wird für uns zur Gefahr. So ist das einfach. Und ich glaube, das wird 2015 werden wir das zu spüren bekommen. Und Also ich meine, wann immer man über China redet, redet man zuallererst über den Unterschied im Wertesystem. Und der ist schon sehr stark definierend. Ja? Also da redet man nicht zuerst über die unterschiedliche Sprache, man redet nicht zuerst über unterschiedliche Essen oder sowas, sondern sozusagen die unterschiedlichen Werte. Wenn man von China redet, redet man zuallererst von, hier Pressefreiheit und so ein Schnickschnack. Keine Ahnung, vielleicht reden nur wir davon. Ja, nur wir. Also die Chinesen reden da nicht darüber. Übrigens, weißt du, was ich mache, um mich zu nullen, um mich von dieser gesamten netzpolitischen Blase zu nullen? Ich weiß das sehr gut. Und ich gehe in eine Marzahner-Kneipe und saufe mit einem Nazi. Also ich saufe mit jemandem, den ich da in der Marzahner Kneipe kennenlerne, und da stellt sich meistens Nazi raus. Also mehr so rum. Wie? Also echt? Soll ich den Satz nochmal wiederholen? Ja. Nee, der Satz war klar. Also du gehst hin und wieder mal in Marzahner Kneipen. Ja. Gehst in Kneipen, säufst da mit irgendwelchen Menschen, die sich dann mit hoher Wahrscheinlichkeit als Nazis rausstellen. Meist ist es so, ja, genau. Ja. Okay. Und dann hörst du so das Hartz-IV-Schicksal oder sowas. Ich will mich über die Leute auch nicht lustig machen oder sowas. Das ist... Darfst du aber. Das ist... Nein. Also das ist schon krass, wenn du... Warum hast du nur an dem Deckel gedreht, aber nichts eingegossen? Ich bin vorsichtig gerade. Alter, hier kommt die Wahrheit. Wo kommst du her, Michael Krall? Das war aus Marzahn. Nein. Wir laden uns nämlich hin und wieder mal Gäste in den Podcast. Ist eine lange Geschichte, wie ich in Berlin-Marzahn gelandet bin. Und was das für einen Einfluss übrigens auf mein Schufa-Rating hat. Übrigens, wer das nächste Mal umzieht, sollte mal drüber nachdenken, was die Postleitzahl, die neue, bei der Schufa für eine Bedeutung hat. Also die haben ja mein Dispo gekündigt. Also von 7.000 auf 0. Echt? Ja. Okay, krass. Ja. Weil du nach Marzahn gezogen bist? Ich würde wahnsinnig gerne den Algorithmus einsehen, den die Schufa einsetzt. Und dieses fucking, was war das? Was ist das? Verfassungsgericht? Hat das unser Bundesverfassungsgericht gesagt, dass wir den Schufa-Algorithmus nicht ansehen dürfen? Ich kann mich jetzt... Gibt es jemanden, der mein Halbwissen ergänzen kann zu einem Vollwissen? Nee. Ich weiß es nicht, also, aber ich finde auch, dass der Schufa-Algorithmus definitiv offensichtlich gehört. Das ist auf jeden Fall gehört. Ich meine, in dem Moment, wo eine Entscheidungsgrundlage gesellschaftsrelevant ist, muss sie einer demokratischen, ich meine, ein Gesetz ist öffentlich einsehbar, also muss der Code für einen Algorithmus öffentlich einsehbar ist. Code also da finde ich in erster Linie, ehrlich gesagt, da bin ich schon seit längerem, da fände ich es ja erstmal sinnvoll, wenn Grund, also wirklich auf. Also ich meine, die Schufa ist immerhin noch ein privatwirtschaftliches Unternehmen, aber da fände ich es gut, wenn erstmal die staatlichen Basis, also die Entscheidung, auf welcher Basis kriegt man Hartz IV und so, sag mal, Gesetze. Sag mal, wir streiten uns gerade über die Reihenfolge oder was? Ja. Ja, ich bin für alles. Okay. Also bei der Schufa bin ich nicht so derjenige, der sagt, irgendwie alle Algorithmen müssen sofort offengelegt werden, weil ich weiß, dass bestimmte Algorithmen nicht mehr funktionieren, sobald sie offen sind. Also unter anderem zum Beispiel Google Ranking oder so etwas. Da hab ich auch drüber nachgedacht. Ja. Kommst du da an den eigentlichen Knackpunkt da dran, warum man zum Beispiel sowas wie so ein Google-Algorithmus nicht offenlegen dürfte? Warum sozusagen mit einmal Obscurity mit einmal einen Wert darstellt? Warum stellt Obscurity immer einen Wert dar? Ich meine, das ist ja sozusagen des Pudelskern im Kontrollverlust vielleicht. Oh. Also der Punkt ist ja der, dass du halt einfach schon jetzt ein Multimilliarden-Dollar-Wettrüsten hast zwischen den SEO-Unternehmen, die teilweise mittlerweile, also auch die Black-SEO-Unternehmen teilweise schon an der Börse gelistet sind, ja, wirklich extreme Ressourcen und Content-Farmen, irgendwie ganze Rechenzentren draufwerfen, den Google-Algorithmus auszutricksen, ja, um da halt wieder irgendwie ein besseres Ranking zu bekommen. Also das heißt, wir haben da eine Materialschlacht an... das ist interessant, ja, stimmt. Ja. Wir haben da wirklich eine riesige Materialschlacht am Start zwischen Google und den Spammern. Und die Spammer und Google lebt wirklich davon, dass sie alle paar Tage ihren Algorithmus auf grundlegende Art und Weise verändern, um halt tatsächlich wiederum einen Vorsprung zu haben vor den Spammern, damit halt die Ergebnisse noch eine gewisse Relevanz haben. Also sie schlagen sozusagen Haken da, um die anderen Leute abzuleiten. Genau. Das heißt also, ich habe mal sowas gehört, dass Google, also ist natürlich alles Gerüchte und sie haben es nie ausprobiert und es ist dann passt in den Podcast hier rein. Zuspitzung, aber dass wenn Google eine Woche lang
den Algorithmus nicht anfassen würde, dass sie dann quasi verloren hätten. Ja. Und also dass sie wirklich, und ich glaube, das nächste, was ich habe jetzt hier so Airquotes gemacht bei Algorithmus, weil ich glaube, es gibt den Algorithmus nicht. Also ich habe so das Gefühl, dass so in der öffentlichen Meinung, dass irgendwo gibt es die Formel sozusagen, die bei Google im Tresor liegt und da steht der Algorithmus drauf und da darf nur Larry Page dran und das ist die eine Stelle, die da, in der das drinne steht, so wie die Coca-Cola-Rezeptur so quasi. Ja, ja. In Wirklichkeit ist Google eine riesengroße Codebase mit mehreren Millionen Zeilen und die müssten sie halt quasi komplett veröffentlichen, damit man den Algorithmus hat. Also das ist halt das Programm, die Suchmaschine Google. Und das ist halt ein hochkomplexes Biest. Und nicht nur, dass Google dafür oder wer auch immer dann halt eben auch, meinetwegen auch die Schufa, ihre quasi gesamten Geschäftsgeheimnisse aufgeben müsste, um da ranzukommen. Ich glaube, es wäre auch wirklich nicht viel gewonnen, bis gar nichts gewonnen, wenn dieser Code öffentlich wäre, weil wir werden halt, niemand wird in der Lage sein, diese Codezeilen zu interpretieren. Und ich hab letztens mit jemandem genau diese Diskussion geführt und da kam man drauf, dass es einen Unterschied gibt zwischen Google und Schufa. Und zwar kann ich Google sozusagen nachprüfen, indem ich mehrere Betriebssysteme, unterschiedliche IP-Adressen simuliere, unterschiedliche Herkunftsländer, unterschiedliche Accounts und dann kann ich sie miteinander vergleichen. Und das kann ich bei der Schufa nicht. Ich kann nicht jetzt das Ergebnis von mehreren Leuten. Vor allem kannst du einen Vergleichsalgorithmus machen. Du kannst einen Vergleichsalgorithmus bauen, der halt auch Webseiten scannt und sie rankt und dann kannst du halt gucken, was macht Google anders. Aber ganz kurz, was ich nachher sagen wollte, ist, ein Algorithmus sagt dir halt auch schon deswegen nichts, weil der Algorithmus nichts aussagt, wenn du nicht die Datenbase hast, hast. Die Database, also im Endeffekt kannst du einen Algorithmus nur am Output bewerten. Du kannst nicht den Algorithmus an sich bewerten, sondern solche komplexen Algorithmen, die halt Daten durch Crunch, die kannst du nur am Ergebnis bewerten. Das ist aber eine schöne Idee. Ich meine, also ich habe Programmieren gelernt, da war ich irgendwie 5 Jahre alt und habe ich so ein Buch gehabt, da wurde mir das erklärt mit so Hühnern, die so Input-Put und Output-Put. Das war 1985, 86, das so DDR das war das halt. Der Output oder was? Ich glaube, Michael Krall programmiert immer noch ein Input-Put und Output-Put. Nee, aber der Witz ist, vielleicht ist gar nicht die Forderung, den eigentlichen Algorithmus offen zu legen, sondern nur den Input und Output des Algorithmus offen zu legen. Ja. Und zu validieren, ob er sozusagen in den richtigen Situationen die richtige Entscheidung getroffen hat. Mhm. Du brauchst gar nicht das Geschäftsgeheimnis, sondern eigentlich nur... Wobei man dann auch noch dazu sagen muss, die richtige Entscheidung ist dann halt je nach deiner Präferenz halt auch wieder eine andere. Also jeder hat dann vielleicht auch andere Ansprüche an einen Algorithmus. Was ist ein guter Algorithmus? Da würde, glaube ich, jeder auch irgendwie anders, also nicht komplett anders, aber da gibt es große Unterschiede zwischen dem, was Leute als einen guten Algorithmus und einen schlechten Algorithmus. Also ich meine, um mal wieder zurückzukommen zu der eigentlichen Kernidee, ne? Code is law. Ich meine, wenn ich in eine Bank einbreche, dann weiß ich, komme ich in den Knast. Wenn ich irgendwie jemanden umbringe, komme ich in den Knast oder sowas. Aber als ich zum Beispiel in einen bestimmten Postleitzahlenbereich gehe und dann kriege ich kein Dispo mehr oder sowas oder irgendwelche anderen Sachen, die Schufa machen will. Genau. In dem Moment, wo eine bestimmte Software oder Dienstleistung notwendig ist, die nicht staatlich kontrolliert ist. Und bei der Schufa glaube ich tatsächlich, dass der Algorithmus hinreichend unterkomplex ist, dass man ihn noch wirklich nachvollziehen kann. Und damit man halt zumindest auch jedenfalls die Faktoren identifizieren kann, die darauf einen Einfluss haben, warum ich jetzt einen Kredit bekomme. Oder also nicht, ne? Das, was ich so bisher mitbekommen habe, ich hatte auch mal so ein Projekt so ein bisschen in diese Richtung, Versicherungsleistung, Abhängigkeit von Postleitzahlen und so weiter. Das sind blutige Anfänger. Das sind halt, also Leute, die im Finanzbereich arbeiten, haben echt auch keine Ahnung. Also das nennt sich Finanzmathematik, ja. Und das Wort Mathematik kannst du rausstreichen. Ich habe hier mal ein Excel-Makro geschrieben. Ja, echt, genau, so eine Scheiße, ne? Ja, ja. Also wisst ihr, da werden gesellschaftsrelevante Algorithmen in Visual Basic for Application geschrieben. Ja, 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 genau. Traurig. Also wenn's VBA ist, dann hat man ja fast noch Glück. Also es ist ja wirklich wie die Weltpolitik oder die Weltfinanzwirtschaft, wie die wirklich von Excel-Tabellen abhängt. Und jeder, der schon mal eine Excel-Tabelle gebaut hat. Da gab es auch so gute Beispiele, glaube ich, ja, ne? Also wo dann halt wirklich auch so Finanz, also hoch, also Finanzkapitalformeln in VBA-Code umgesetzt wurden. Und da war dann wirklich ein dummer Programmierfehler drin, aber das haben sie jahrelang nicht gemerkt, bis dann plötzlich irgendwann ein Crash kam und dann so, Moment mal, das war irgendwie, unsere Prognose war irgendwie falsch. Oh, wir haben da irgendwie, keine Ahnung, eine Zeile verwechselt. Ja, ja. So Formelfehlerkram, ne? Ja. Das ist echt traurig. Also
das ist unfassbar. Ich meine, mit der Schufa, ich sehe ja die Notwendigkeit von solchen Vereinen wie der Schufa oder solchen Firmen wie der Schufa durchaus ein. Ich meine, sie hat es halt ermöglicht, also dieses, dass irgendwo zentral eine Glaubwürdigkeit oder eine Kreditwürdigkeit für mich verwaltet wird, führt ja dazu, dass ich überhaupt irgendwo zu einer Bank gehen kann und überhaupt, ohne dass mich der Banker schon mal gesehen hat, ein Konto eröffnen kann. Auf welcher Basis will der mir sonst ein Dispo geben oder dergleichen? Ja, früher hat das halt mit über Jahrzehnten aufgebauten Vertrauen und weiß der Teufel was und wir kennen uns seitdem und bla bla bla. Diese Mechanismen sind kein bisschen gerechter. Die machen es genauso, sind genauso scheiße. Also Leute, die zum Beispiel systematisch Versicherungen betrügen oder sowas, sind nur mit diesem Mechanismus einer zentralen Organisation, wo eine zentrale Datenbank vorhanden ist, überhaupt zu bewältigen. Ja? Das kriegst du nicht mit einem Algorithmus, der irgendwie dezentral funktioniert. Das finde ich auch ganz interessant zu beobachten, wenn du halt so siehst, Social Network, gibt es irgendwie Facebook, ne? Max hat schon mal davon gehört. Und dann gibt es wie heißt denn hier dieses dezentrale Ansatz hier? Ja, Diaspora. Diaspora. Und ich finde das ganz interessant zu beobachten, in welchen bestimmten Aspekten dezentral versus zentral was besser funktioniert. Ja? Mhm. Bitcoin zum Beispiel mal als dezentralen Ansatz ohne eine zentralisierte Variante, also sozusagen die Zentrale des Bitcoins steckt in der Mathematik, in der Krypto drin und so weiter. Ja, und vor allem in dieser Distributed Hash Tables. Ja. Ne? Also das ist ja der Witz an der Sache. Also das heißt, du brauchst ja immer irgendwie, du brauchst, um so eine Plattform zu haben, immer Informationen, die alle haben. Ne? Ja. Und das kannst du, am einfachsten machst du das, indem du einfach sozusagen einen zentralen Server hinsetzt und dort laufen alle Informationen zusammen und dann können dann sozusagen alle auf diese Informationen zugreifen und dann funktioniert Vernetzung. Und bei Bitcoin haben sie ja diese Distributed Hash Tables, das ist glaube ich nicht ganz neu, die Erfindung, das gab es auch schon vorher, aber wo dann halt sozusagen alle Informationen alle bekommen. Ne? Also das heißt, die Informationen werden überall gesammelt und alle synchronisieren diese Informationen über das gesamte Netzwerk. Das führt dann dazu, dass halt jeder dann irgendwie Gigabyte große Protokolldateien halt mit sich rumschleppt und die dann natürlich auch, also wenn du heutzutage so eine Wallet anlegst, dann dauert das, glaube ich, alleine schon der Download-Prozess, bis du irgendwie und der Rechenprozess, bis du irgendwie deine sozusagen auf dem neuesten Stand deiner Hashtables bist, dauert das, glaube ich, irgendwie ein paar Tage. Mhm. Ich habe keine aktuellen Zahlen, aber auf jeden Fall ziemlich lange. Mhm. Also das heißt, es ist natürlich sehr viel ressourcenaufwendiger, halt sowas dezentral zu organisieren. Mhm. Aber grundsätzlich funktioniert das. Ne? Also man kann halt durchaus dezentral das machen, aber dann müssen alle Informationen haben. Ne? Mhm. Sag mal, Zwischenfrage, Max, warum bist du eigentlich nicht auf dem Kongress? Weil now something completely different, bitte. weil ich über Weihnachten am Russian River war, in Soma, ich weiß nicht, hier nördlich von San Francisco, so eine Stunde etwa, haben wir uns ein kleines, nettes Weihnachten gemacht. Ich habe Wale gesehen, das erste Mal in meinem Leben. Cool. Auf dem Pazifik. Das war sehr, sehr geil. Also es ist hier... hier Lucy, die ja bei uns Autofokus, die bei uns im Podcast war, die hat ja vom Highway One geschwärmt. Ich muss sagen, absolut zu Recht. Das ist wirklich, es ist zum Heulen schön. Was ist das? Was macht man da? Der Highway One ist eine Straße, die ich glaube von Alaska bis nach Chile runterführt. Also die Westküste. Hier immer die Pazifikküste lang. Und die ist halt auf dieser Strecke hier besonders schön. Also es ist hier, die Architektur ist jetzt nicht unbedingt die allerschönste, aber rein landschaftlich haben sie alles richtig gemacht hier. Also es ist so eine Mischung aus Schwarzwald am Meer mit, im Hintergrund sind dann diese Redwood Trees, wo die Menschen leben wie kleine Evox. Das hat mich wirklich sehr daran erinnert. Das wurde, glaube ich, tatsächlich im Sequoia Nationalpark gedreht, glaube ich. Ach so, das würde einiges erklären. Also es ist fantastisch ähnlich. Ja. Fliegt man nach Neuseeland, Tipp. Neuseeland hätte ich mir sagen lassen. Erstmal bin ich jetzt hier ganz glücklich. Ja, ja. Also hier haben wir mehr als genug zu entdecken. Gestern sind wir dann, und wir sind halt mal so reingeraten. Wir sind irgendwie den einen Abend, waren wir halt morgens in den Redwoods spazieren und die Redwoods, also liebe deutsche Eiche, dagegen kannst du echt einpacken. Das sind Bäume, also der höchste Baum. Seid ihr out of beer? Ja, wir sind out of beer, aber ich muss dich davon nicht... Ja. Und, ich muss euch mal ein MS Pro pullen übrigens ganz dringend. Du, komm, da kannst du noch mal 10 Minuten warten, oder? Ja, ich verkneife das schon. Geh ruhig. Echt? Ja, klar.
Na toll, kaum rede ich schon. Lass das Bier da. Nee, Max, pass mal auf, ich höre mir das alles nach. Ach so. Ja, natürlich. Gibt's hier eigentlich auch Transkripte oder so? Es gibt Shownotes. Nee, es gibt halt Leute, die das so transkribieren, halt, dass sie das so live... Nee, Shownotes, das muss reichen. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Fall nicht von der Bühne. Oh Gott. Er kommt ja nochmal wieder. Er kommt hoffentlich nochmal wieder, wenn er zurückkommt. Macht euch keine falschen Hoffnungen, noch sind wir nicht fertig. Psst, ja, und den haben wir jetzt schon abgefüllt. So. So, ja, was wolltest du sagen? Und dann sind wir abends hier gefahren nochmal an. Wie heißt der Ort in die Vögel? Irgendwas mit Bay? Irgendwas mit Boah, B und so Bay? Lange her. Auf jeden Fall sind wir da hingefahren, wo dieser Film gedreht worden ist. Und dann sind wir irgendwie da so ein bisschen rumgefahren und wussten nicht so richtig, was wir machen sollten. Und irgendwann waren wir halt an der Küste und haben so, ich so, Johanna, wollen wir nochmal aussteigen? Ach, ich weiß nicht. Und ich so, ah, da hinten sind viele Menschen, lass uns doch nochmal aussteigen. Dann haben wir uns irgendwie einen Parkplatz gesucht, gibt ja überall Parkplätze. Und haben uns einen Parkplatz gesucht, haben uns hingestellt, haben uns ans Wasser gestellt und die Leute haben alle wie bekloppt aufs Wasser gestarrt. Und dann haben wir so gedacht, naja, vielleicht Wale oder sowas. Und dann haben wir halt mitgeguckt und irgendwann hat man dann halt diese Fontäne am Horizont gesehen. Das war schon sehr, 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 sehr geil und so. Gestern sind wir dann nach Point Reyes, heißt das, glaube ich, gefahren. Das ist ja so auch nochmal wirklich eine Stunde nördlich von San Francisco. Und da haben wir Elephant Seals gesehen. Also es sind riesengroße, also sehr, sehr große Robben, die jetzt gerade, also die jetzt anfangen, ihren Nachwuchs zu kriegen und die dann da am Strand rumliegen. Dann haben wir so irgendwie vom weit weg, haben wir so ein bisschen geguckt und dann konnte man auch die so ein bisschen beobachten durchs Fernglas und sowas. Und da waren dann irgendwelche Wildhüter, die haben dann alles erklärt und was die da machen und wie die da gegenseitig irgendwelche Revierkämpfe durchführen und sowas. War alles relativ entspannt, aber sehr. Und dann sind wir wieder zurückgefahren, gab so einen Shuttlebus. Mit dem Shuttlebus sind wir dann wieder zum Parkplatz gefahren. Der Parkplatz war direkt an einem Strand. Dann gehen wir an diesen Strand und plötzlich liegen da einfach zwei von diesen Elephant Seals. Und die sind, ich weiß nicht, also die Männchen wiegen wohl anderthalb Tonnen fast. Die lagen dann mal eben so am Strand rum und haben in der Sonne gepennt und man konnte sich quasi direkt daneben stellen. Also das daneben legen so und wenn die sich dann einmal rumgedreht haben. Dann hätten sie, also das da möchte man nicht drunter liegen. nee, da war auch so Flatterband, so abgesperrt, so wie so Police Line Do Not Cross, stand so ein Erklärschild drin. Hey, lass die mal in Ruhe, nicht näher gehen, weil die könnten aggressiv werden, die Tiere. Aber so im Abstand von 2-3 Metern war das alles gar kein Problem. Also landschaftlich ist das hier, es ist wirklich unfassbar. Also es ist, ich habe auch mal wieder Bock. Ich komme dich mal irgendwann besuchen, wenn ich wieder Geld habe. Ja, klar. Wir haben jetzt auch eine Wohnung. Das war jetzt ein dramatisches. War ein bisschen anstrengend, die ganze Wohnungssuche, aber wir haben jetzt eine Wohnung. Sie ist unfassbar teuer, wie zu erwarten war. Das ist halt so. Aber in einer schönen Gegend und wir haben sowas, was man sogar als Gästezimmer nehmen könnte. Also insofern, ich möchte jetzt nicht sagen, wenn wir uns gut kennen, dann sagt Bescheid, dann könnt ihr das auch mal haben. Ihr könnt jetzt alle kommen, habt ihr das gehört? Nein! Zehn Applaus. auf meiner persönlichen Ebene muss ich ja sagen, hätte das Jahr 2014 schwer besser laufen können, aber ja, so ist das halt, wie das halt so ist. Ne? Das ist halt die Sache, also das wollte ich eigentlich auch so einleiten, das habe ich ganz vergessen. Ich habe ja 2014 auf so eine Art verpasst, weil ich wirklich eigentlich 2014 komplett durchgearbeitet habe, bis auf die letzten jetzt 2 Monate, wo ich Urlaub gemacht habe, aber halt auch dann sozusagen durch den Urlaub alles verpasst habe. Also 2014 war so ein Jahr, wo ich sozusagen so eine nicht teilnehmende Beobachtung oder so sozusagen hingelegt habe. Und wenn man ehrlich ist, ist es schon angenehmer so, oder? Ja, irgendwie, ich glaube, es hätte nicht besser, es hätte meine Situation nicht verbessert, wenn ich mich in diesen Morast, den wir unsere Diskurse nennen, gewühlt hätte. Also ich war eigentlich ganz froh. Also ich glaube, ich war ganz froh, dass ich selber so abgelenkt war mit dem Buch und mit dann später dem Urlaub. Und ich glaube, und ich hoffe, dass jetzt tatsächlich, jetzt wo ich sozusagen jetzt wieder da bin, hallo, ich bin wieder da, dass halt die
wie gesagt, dass meine Hoffnung ist, dass jetzt... Dass die Netzszene sich mal wieder ein bisschen zusammenreißt. Ein bisschen zusammenreißt, dass jetzt irgendwie vielleicht auch so die großen Grabenkämpfe überwunden sind, dass wir alle... Also wir hatten jetzt zum Beispiel, das fand ich jetzt auch wieder lustig, ne? Habt ihr das vielleicht auf Twitter mitbekommen? Wir machen uns alle Sorgen, dass der CCC wird von der Antifa unterwandert. Habt ihr das mitbekommen? Da gab es Tweets, dass der CCC von der Antifa unterwandert wird. Ui, geil, wir haben hier zwei Bier gekriegt. Bierspende. Ey, Michael, nur Profis hier, nur Profis. Genau. Bitte nicht den Tisch umwerfen. Ich glaube, Michael ist einfach noch nicht betrunken genug. Wir müssen da hier nochmal ein bisschen dran arbeiten. Aber auf jeden Fall, der CCC wird von Antifa unterwandert. Wir haben alle Angst, weil, ne? Das ist halt aber natürlich totaler Quatsch, weil... Jetzt musst du mal irgendwie, also dazu musst du jetzt, ich habe keinen blassen Schimmer, wovon du redest. Ja, also... Ich will jetzt keine Namen nennen, weil diese Personen haben es nicht verdient, in der Öffentlichkeit erwähnt zu werden. Aber aus den üblich verdächtigen Anti-Antifa-Kreisen wurde kolportiert, dass jetzt, nachdem die Antifa die Piraten getötet haben, jetzt natürlich die Antifa den CCC unterwandern. Und ist das diese Terrorvereinigung? Genau, das ist diese Terrorvereinigung. Ah, okay. Und Anne Helm in ihrer Funktion als sie sitzt gerade zu Hause in ihrem Bett, unterwandert hier gerade den CCC. Ah. Also es ist absurde Verschwörungstheorien. Hat sie lustig. Die Kongressgrippe gestellt? Das war auch von ihr, genau. Und Terrorismus. Patient Zero. Und interessanterweise ist aber tatsächlich, gibt es halt diese Antifa-CCC-Connections schon seit sehr langer Zeit und es gab auch sehr, sehr deutliche Statements vom Vorstand des CCCs zur Bekenntnis zur Antifa. Die Antifa hat ja auch eine ERFA, hat hier auch eine Assembly und das ist alles tradiert und das ist alles schon immer so gewesen und ich glaube, da passt auch kein Blatt dazwischen und da danke ich auch dem CCC für dieses Statement. Und ich glaube, solche Leute, die halt glauben, dass der Kampf gegen Faschismus eine falsche Sache ist, dass die hier keinen Platz haben. Das finde ich auch gut. Ja. Ist die Antifa nicht 1933 gegründet worden und älter als unsere Geheimdienste und so? Ja, die Antifa ist ja keine Organisation in dem Sinne. Nee, ist ein Meme. Ist ein Meme, ja. Ist ein Meme eigentlich. Also ja. Ist das Meme, ja. Im Endeffekt. Ist ein Meme. Prost. Prost. Das finde ich auch bei diesen ganzen Pegi da, bla bla bla, so für mich so an deren Plakat, mit dem sie schon rumrennen, so dieses doch sehr, sehr entlarvende, nämlich sie haben dieses Plakat, wo am Anfang irgendwie so dieses, ich weiß nicht, alles mögliche in den Müll wandert, das ist auch aus diesem Pegida-Plakat. Mhm. Und da ist auch aus irgendeinem Grund ein Antifa-Logo dabei. Das ist das Hakenkreuz fragt, und das Antifa-Logo, genau. Ja. Genau, da fragt man sich, wieso eigentlich das Antifa-Logo? Habt ihr, also das ist doch gar nicht, ihr seid doch gar nicht recht. Doch, das ist ganz einfach, weil es gibt diese Extremismus-Theorie, ja, das ist eine ganz populäre Theorie, gerade im bürgerlichen Lager. Unter anderem auch ist das, was der Verfassungsschutz zum Beispiel denkt, es gibt sozusagen dieses Hufeisen. In der Mitte der Gesellschaft sind die rechtschaffenden Demokraten und auf der rechten Seite sind dann eben die extreme Rechten. Das sind die Leute, die eine Glatze haben, Bomberjacken und Springerstiefel. Und dann auf der extremen Linken sind dann halt die langhaarigen Bombenleger, die halt sozusagen die Linksterroristen oder Linksfaschisten. Und also das heißt aber, dass eigentlich sozusagen die jeweiligen Extreme sind halt sozusagen das, was zu bekämpfen ist und die goldene Mitte ist das, was halt sozusagen den demokratischen Diskurs stabil hält. Das ist so die Theorie. Kommt daher auch dieses, die Pegida können ja gar keine Nazis sein, weil dafür sind es ja viel zu viele. Genau, weil sie aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Simon Weiß hatte da einen schönen Tweet dazu, zum Beispiel, er meinte irgendwie, die Rechtsradikalen kommen aus der Mitte der Gesellschaft, das ist auch total abgefahren, weil früher sind die ja auch vom Neptun gekommen, ne? 33, das wissen wir ja noch, ne? Da kamen ja die Nazis vom Neptun. Die kamen ja nicht aus der Mitte der Gesellschaft. Verstehe ich den Witz nicht. Komm, ich geb dir nochmal.
Oh Gott. Nee, also ja. Natürlich, natürlich kommen die aus der Mitte der Gesellschaft. Sie kommen immer aus der Mitte der Gesellschaft. Weil sie keine Springerstiefel tragen und nur weil sie sich nicht Glatzen rasieren, macht ein Ausländer raus Proklamat nicht besser. Ne? Also ich finde es ja ganz witzig, dass sie sozusagen behaupten müssen, dass sie aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Ja, das ist ja die wichtigste Grundlage. Ich musste neulich einen Verwandten von mir entfreunden auf Facebook, weil er tatsächlich einen Kommentar abgegeben hat in einer Facebook-Gruppe, in einer öffentlichen, von der ich am Anfang dachte, dass sie ironisch sei. Wir sind deutsche Patrioten, wir sind keine Nazis, hieß die. Also wenn man schon im Titel der Gruppe und sie hatte quasi so eine Mischung aus ich weiß nicht, wie die Fahne heißt, also die schwarz-weiß-rote und schwarz-rot-goldene. So die Reichsflagge, glaube ich, oder so heißt die. Es kann doch nur ein Witz sein. Und nein, es war kein Witz. Sie haben es tatsächlich ernst gemeint. Das ist ja offensichtlich sehr populär, man schreibt einfach dazu, dass man kein Nazi ist und dann, man hat es doch klar gesagt, wenn ist kein Nazi, dann ist der Rest auch alles okay. Ich bin kein Sexist, aber. Ne? Ja. Ja. Und ich habe eine lange Diskussion mit ihm geführt und es war immer wieder, nein, ich habe gar nichts. Aber nein. Ja. Und das war, es war wirklich nicht mal die Einsicht. Also was ich ja nicht, wenn man sich so viel Mühe gibt, sehr weit rechts zu stehen, und ich meine, sie geben sich offensichtlich sehr, sehr viel Mühe in dieser Gruppe, dann kann man doch wenigstens auf das Erreichte stolz sein und kann sagen, ja, wir sind hier der rechte Rand der Gesellschaft und hinter uns ist das, oder vielleicht auch ein bisschen vor uns, ist die Lehre der Dummheit. Und anstatt darauf wenigstens ein bisschen stolz zu sein, nein, man muss es immer leugnen, dass man, wenn ihr es so scheiße findet, recht zu sein, dann seid es doch bitte einfach. Gab es hier nicht das schöne Meme mit dem Schneegida? Ja, ja, das gab es ja. Ich mag Schnee, aber nicht vor meiner Haustür. Genau. Auch bei so lange da, wo er jetzt gerade ist. Aber übrigens, das ist Sarkasmus und ich glaube, jetzt wo ich jetzt irgendwie so, ich kann keine Ahnung, wie lange ich das Internet jetzt schon anschaue und so, ich befürchte, dass der Sarkasmus im Internet nicht funktioniert. Weil Sarkasmus immer ein- und ausgrenzend ist. Ja, aber das ist ja alles immer. Also jede Kommunikation ist ein- und ausgrenzend. Ja, aber bei Sarkasmus, das ist sozusagen ein Programm. Ja. Das, also jetzt, wo ich jetzt hier 20 Millionen Hörer an der Strippe habe, also sage ich hier... Sarkasmus funktioniert nicht immer, das ist richtig, aber nichts funktioniert immer. Also ein Witz, es gab ja mal vor 2 Jahren das Thema Aufschrei und ich habe einen Algorithmus geschrieben, der diese ganzen Tweets mit dem Hashtag Aufschrei analysiert und versucht hat zu kategorisieren. Also wann gab es Fragen zu dem Thema Aufschrei? Wann waren es Berichte über Universitäten oder am Arbeitsplatz und so weiter? Und der Algorithmus hat echt gut und schnell gelernt, dass zum Beispiel welche Tweets Situationen an der Universität beschreiben oder am Arbeitsplatz und so weiter. Und der ist an einer Kategorisierungstrennung gescheitert. Und zwar die Frage, was waren die ernsthaften Nachfragen nach dem Hashtag Aufschrei und was war Sarkasmus, was war Ironie dabei, ne? Also was war Sarkasmus Trollerei? Und Ironie ist natürlich auch immer relativ komplex. Also das ist wo halt auch sozusagen menschliche Bewusstseine oftmals dran scheitert. Ja, klar. Also ich meine, dass ein Computer dran scheitert, kann ich auch nachvollziehen, dass auch Menschen dran scheitern und so weiter. Und ich glaube, dass Sarkasmus und dieser ganze Scheiß nicht funktioniert im Internet. Das ist irgendwie, um deine Filterblase abzudichten. Ja, aber es bringt einfach nicht, um deine Idee weiterzutragen. Da habe ich aber neulich tatsächlich was dazu gelesen, da war dass Sarkasmus halt nicht unterscheidbar ist. Also du musst halt die Einstellung der Person dazu kennen von vornherein, um Sarkasmus von ernst gemeinter Meinung unterscheiden zu können. Also deswegen ab sofort hier sozusagen das Sarkasmusverbot im Internet. Genau. Ja. Bis hierhin und nicht weiter. Ja. War das jetzt ernst gemeint oder sarkastisch? Das ist jetzt die Frage. Prost. Ich würde sagen, wir sollten jetzt nochmal so zu den Abschlussstatements kommen. Max, was erwartest du für 2015? Erstmal, ist privat oder allgemein? Allgemein und privat, allgemein. Ein Kind, wissen wir. Privat ein Kind und hoffentlich ein schönes Leben hier noch ein bisschen in Kalifornien. Auf der gesellschaftlichen Ebene glaube ich, dass wir
dass der Kampf gegen die Windmühlen weiter stattfinden wird, und zwar auf allen Seiten. Also ja, ich glaube, das wird das Jahrzehnt des Kampfes gegen die Windmühlen werden, sowohl von eben den Verlagen etc. pp., also denjenigen, die von der Technologie... Die Windmühlen werden dann ja immer kleiner, wenn das die Verlage sind. Also immer stimmt, wichtiger. Ja. Nee, nicht die Windmühlen werden, also die Windmühlen werden gewinnen, sondern die dagegen kämpfen werden halt irgendwann aussterben. Und dann am Ende wird man halt sagen, ja, haben wir doch schon immer gesagt, waren wir doch eigentlich schon immer dafür. Aber ich glaube, dass wir so dieses... am Anfang ist ja wahrscheinlich vielleicht bei jeder Technologie so, außer der Atombombe, vielleicht selbst bei der, dass am Anfang sind immer die Optimisten da, die es als erstes ausprobieren, weil die Optimisten sind halt immer diejenigen, die es gerne, also die halt sagen, ja, es ist halt das, was wir brauchen, das ist das, was gut ist, und darum bejahen wir es. Und die Pessimisten bleiben immer erstmal zurück und sagen, nee, das ist alles gefährlich und wir wollen damit nichts zu tun haben oder interessieren sich auch nicht dafür. Und wir erleben jetzt seit einigen Jahren, wie so diese ganzen Debatten, die wir als Netzoptimisten oder als optimistische Menschen schon immer geführt haben, wie jetzt auch die Pessimisten langsam kommen und halt und uns zu nölen und halt probieren, erstmal ihre Sichtweise auf die Welt aufzudrücken. Das sieht man sowohl auf wirtschaftlicher Ebene, dass jetzt plötzlich die kommen, die sagen, ja, wir haben ja schon immer gesagt, dass das mit dem Netz nichts wird, darum schreiben wir euch jetzt vor, wie ihr das mit dem Netz zu machen habt. Aber eben auch über die stumpfsinnigen Bürgerlichen, die durch Dresden spazieren gehen und alles beschimpfen was. Und ich fürchte, das wird mehr werden erstmal noch, bevor es irgendwann mal vielleicht wieder ein bisschen besser wird. Michael, was sagst du 2015? Also ich erwarte vom Jahr 2015 mindestens 365 Tage und alles andere schauen wir mal. Okay, ist auch ein Statement. Das ist eine sehr optimistische Sichtweise, würde ich sagen. Ja, also Weltuntergang hast du damit schon eigentlich kategorisch ausgeschlossen. Eigentlich. Ja, immerhin, ja. Also ich erwarte auch mindestens diese Anzahl von Tagen, die ich schon wieder vergessen habe. Aber ich erwarte halt tatsächlich von der Netzgemeinde, dass sie sich ein bisschen zusammenreißt, dass sie wieder dort sich aufstellt und positioniert und kämpft, wo es Dinge zu gewinnen gibt und wo ich sag mal so, Julia Reda braucht ihre Kavallerie und ich hoffe, dass sie sie finden wird. Dankeschön. Genau, und spendet mehr. Und spendet mehr. Wo, auch für das Zentrum für politische Schönheit, die haben übrigens auch aufgerufen, spendet auch für das Zentrum für politische Schönheit. Schaut euch den Talk an, dann wisst ihr auch warum. Also wenn ihr ein wunderschönes Gehalt bei der Deutschen Telekom als Sysadmin bekommt und so und ihr traut euch nicht jetzt irgendwie gegen die Telekom zu kacken oder sowas, dann könnt ihr wenigstens einen Teil eures Gehaltes für den guten Zweck spenden, also Netzpolitik.org, genau. Politische Schönheit, DGGS, Open Knowledge Foundation und so weiter. Mit Geld bewerfen ist immer eine. Das ist vielleicht nicht die netteste, aber die praktischste Form. Das hört sich so ein bisschen an wie Freikaufen, Ablassbrief kaufen, ja. Genau. Aber ich kenne die Leute, die ja dort arbeiten, und das ist desaströs, dass es halt einfach diese Spendenbereitschaft nicht gibt. Aber komm, Michael, wir saufen jetzt nochmal ein und machen jetzt hier Schluss. Na, auf jeden Fall. Tschüss. Dankeschön. Danke für dieses tolle Publikum. Und wir sind jetzt draußen und gleich gibt es eine große Reunion, habe ich gehört.